sind wir wieder im Skype und zwar mit Hinton und mit Will Nightstar. Hört ihr das? Hört ihr das? Ich habe ihm einfach gewünscht, dass eine geile Queste kommt und er so. Oh. Okay, es kommt noch. Nein, mit der letzten Quest kriege ich den Datenschlüssel. Ich bin zurück und ich habe den Schlüssel. Ihr wisst es, es ist immer das Gleiche. Das, was den Menschen am glücklichsten macht, ist anderen Menschen zu helfen. Gute Nacht. Ja, genau. Und deswegen sind Trolle auch keine Menschen. So, wo sind wir jetzt hier? Bim, 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 bim. Heute habt ihr vielleicht damit nicht gerechnet, dass ich hier nochmal vorbeikomme. Aber ich hab's dann doch gemacht. Huhu. Yippie. Gucken wir mal, ob damit jemand rechnet oder nicht. Weil ich stand ja wieder da, kein Stream heute, aber auf YouTube stand nix. Also kann ich zumindest hier ein YouTube-Video produzieren damit, sage ich mal. Soll ich da abwarten? Oh. Das ist ja wieder witzig. Ist genau. Da sind es nur 4 und da sind es 5 Minuten. Hier ist es länger, aber das ist egal. Ja gut, da können wir schnell das Equipment umfummeln. Und hier ist Blöpp. Und hier. Blub, blub. Ja, schauen wir mal so schon mal drüber über den ganzen Quatsch. Ja, ist auf jeden Fall mal so. Blum, blum, blum. Blim, blam, blam, blum, blum. Blip, blip, blub, blub, blub. Ja. Das passt auch. Post bekommen. Genau. Lese ich ihn jetzt durch. Ja. Genau. Also, das kann man immer sagen. Ja. Selber schuld. Also, also abgesehen davon, ja, endet die Mail ja versöhnlich. Aber man kann auch mal sagen, selber schuld, wenn ihr das Spiel überhaupt spielt. Nee. Also, es gibt nicht immer nur entweder oder. Man kann das Spiel einfach gut finden. Man kann es auch gut finden, viel Geld reinstecken zu müssen, weil es irgendwie witzig ist und weil das nicht jeder kann, wie auch immer, und weil das Spielen auch Spaß macht, weil es einem dann was wert ist. Als Beispiel dafür, die Deutsche Bank hat mal relativ wichtige oder gute Schulungen angeboten, umsonst für ihre Leute, nicht für ihre Leute, sondern für Kunden. Kam keiner, hat keiner wahrgenommen. Dann haben sie das sehr teuer verkauft und dann war es den Leuten was wert und sie haben diese Sachen wahrgenommen. Sie wollten dann alle unbedingt dabei sein. Ja? Also das ist so ein bisschen komisch in der Welt, dass die Menschen von sich aus den Wert einiger Dinge nicht erkennen. Fängt schon an mit Natur, Familie, ist überall kein Geld drauf und wird von manchen Menschen mit Füßen getreten und erst spät erkannt. Hat eine Farbe gelassen. Was? Achso, dann hast du mich auch schon länger nicht mehr gesehen, verstehe. Ja, die Geschichte, ich war früher auch schon immer grau, aber ich habe mich getönt. Das tut mir leid. Also für mich ist es normal, weil ich mit Ende 20 anfangen musste, mich zu tönen. Da kamen die ersten Mädels und haben gesagt, also so darfst du nicht mehr rumlaufen. Und das wurde natürlich dann immer schlimmer. Also spätestens mit Mitte 30 war ich komplett grau. Ja. Genau, aber das ist jetzt gar nicht so. Das heißt, und das ist auch witzig, es gibt ja den einen oder anderen an Privatserver, und die machen überhaupt keinen Spaß.
weil die nichts wert sind. Ja, da kriegst du halt unendlich Pilze und dann kannst du zocken ohne Ende. Aber, na gut, Bärsi bin ich jetzt nur hier. Aber ansonsten bin ich ja nicht viel Bärsi. Und ansonsten, ja, es ist so, du musst irgendwie, muss einem das irgendwas wert sein. Aber das ist jetzt immer so irgendwie, ja. Und gut, das haben die Browser-Game-Hersteller für sich entdeckt. Sagt, wir machen Free-to-Play. Und dann, um besser voranzukommen, können die Leute sich Vorteile erkaufen. Ja? Und dann ist es Pay-to-Win. Ja? Und der Pay-to-Win-Charakter von dem Spiel ist natürlich immens. Aber es hat Spaß gemacht früher, das fand ich gut an dem Spiel. Man hat einfach so Überfliegerschmarrn spielen können. Und ich habe das auch mitgemacht. Nur war ich ja auch ein Langzeitspieler. Ja? Also auch wenn ich es natürlich aus der heutigen Sicht dann doch nicht war, weil wie lange habe ich Jackson Fitty gespielt? 3, 4, 5 Jahre vielleicht. Ja. Also das langt natürlich den Leuten, die 10 Jahre gespielt haben, nicht als Langzeitspieler. Mir aber schon, ehrlich gesagt, also ich fand es schon okay, dass man zum Beispiel eine Kriegergilde spielt, wo alle 300 geworden sind. Das war schon gut. Also ein Jahr finde ich einfach so ein Spiel zu spielen schon echt gut. Und darüber hinaus sowieso, ich habe es ja auch darüber hinaus gespielt. Gut, ich habe auch ein bisschen mal andere Dinge erfinden müssen, sonst ist mir langweilig geworden. Das kam auch noch dazu, muss ich irgendwas machen eigentlich jetzt da? Ich glaube, es interessiert mich heute auch gar nicht, ob ich irgendwas machen muss. Kann mal schauen, ob ich irgendwo schlagen kann, aber eigentlich freitagstags überhaupt schon mal nicht. Aber wie es auch immer ist. Und so, jetzt haben wir ein Spiel, das sich stark verändert in der Hinsicht, dass man nicht mehr alles aufholen kann. Ja? Dass man nicht mehr genauso stark ist, wenn man einfach nur durchgehalten hat. Und zwar meine ich damit nicht die kompletten Free-to-Play-Spieler. Das ging noch nie. Also man konnte schon weit kommen mit Free-to-Play. Da gab es ja mal eine Zeit, da konnte man hier über den Bildschirm hier, konnte man sich Pilze holen und dann hat man geschafft, die Alu sich nur mit Flimmerkisten zu finanzieren. Und das war schon gut. Dadurch konnte man einfach die 300 Alu spielen. Ja? Das war die Voraussetzung. Da gab es sonst nicht viel. Ja? Du musstest keine Top-Tränke drin haben. Das musst du jetzt auch nicht unbedingt. Das hat aber witzigerweise wieder Vorteile zur Zeit. Ich glaube, das brauche ich einfach nicht, das Ding. Fangen wir an hier mit dem Quatsch. Und jetzt hat sich es aber einfach wirklich dahingehend verändert, dass man jetzt kommt auch noch sowas. Schau mal, wie viel Platz ich habe. Gar nicht so viel Platz. Aber okay, mal Gegenstand zerlegen. Dass das nicht mehr aufholbar ist. Also das einfach kann man nicht mehr davon reden. Also es gibt einige Dinge, die sind nicht aufzuholen. Ja? Deswegen gibt es auch mittlerweile, das war für mich erstmal ungewöhnlich, Spieler, die für immer Rang 1 sind auf ihren jeweiligen Servern. Ne? Das gab es früher nicht. Aber okay, das hat sich halt dahingehend verändert. Das kann man jetzt gut oder schlecht finden. Es ist mir nur aufgefallen. Ne? Also das ist etwas vielleicht, was ihr schon als normal empfindet, was für mich erstmal befremdlich war. Dass man, also es war die erste Frage, waren an Well Knights da, als ich wieder dazu kam. Schauen wir mal kurz, gut, die können wir jetzt wirklich auf eine ordentliche Länge packen. In 3 Stunden, genau. Habe ich meine Ruhe. Warum ihr denn Ego auf dem Server so davongelaufen ist? Ne? Also warum der nicht schlagbar ist auf S15? Ne? Und dann hat sie gesagt, ja, der hat halt die Festung geskippt. Aber krasser Vorteil, den man da haben kann, ja? Dadurch, dass man nur die Festung skippt. Ich zeige es euch mal kurz. Also das ist der... und dann sieht man es auch schon, ja, es ist ein unfassbarer Ehreabstand hier. Die Well kann sich hier noch schlagen mit 543 mit dem MacGyver. Wobei das ja die gleiche Gilde ist. Und darunter gibt es sicher noch Bewegung, aber das ist so ein Unterschied. Okay, also, ja, durch Festungskippen verstehe ich, ja, komisch. Ja, also,
Da geht es dann auch ein bisschen um diese Mine, die dann viel besser ist bei den Chars hier. Ja, ist auch nicht so dramatisch, aber es sind halt überall 100 mehr nochmal pro schwarzen Stein. Okay. Summiert sich natürlich, diese schwarzen Steine sind natürlich brutal. Also und zu Anfang hat sie wahrscheinlich das gar nicht so krass betrieben. Wie auch immer, aber auf jeden Fall ist das eine Situation, die man ja eher nicht kennt. Ja. Level sind es gar nicht so viel Unterschied. Die hat auch immer ihre 300 Aale gespielt. Die haben auch den Content relativ schnell wegklicken können, weil sie halt eh so hoch waren, dass wenn da neue Dungeons kamen, haben sie die eher geschafft. Also da gibt es aber schon jetzt Langzeit-Dungeons, die immer noch da sind, die auch in 554er noch nicht alle geschafft hat, glaube ich zumindest. Ja. Könnte mich eines Besseren belehren. Aber dahingehend hat sich das Spiel halt geändert. Also du kannst jetzt praktisch die 300 Aale spielen und trotzdem schlecht sein in dem Spiel, also in irgendeiner Form. Das hat sich irgendwie dahingehend gedreht. Ja. Okay, das ist halt jetzt Tatsache, damit müssen wir jetzt leben, scheinbar. Ja. Also passt schon. Aber dann gibt es natürlich die Dinge, die das Spiel nochmal krass verändert haben, wie diesen Arena-Manager. Der Arena-Manager, wenn man das Tool gut findet, ich mag es eigentlich ganz gerne. Der ist auch nicht aufholbar, wirklich, wenn du den einfach nur normal pilzt. Und wir reden um normal pilzen, dass man halt eben nicht diese 4300 Pilze zahlt, wobei das eh schon. Also wenn ihr skippt, müsst ihr auch die 4300 Pilze zahlen. Jetzt skippt für 750 Pilze im Monat. Ja? Das kostet halt, der 7 Tage skippt, kostet 25 Pilze. Nur wenn man nichts skippt und keine Boosts kauft, dann wird es aber so, dass der Arena-Manager auch nicht mehr einholbar ist. Und zwar reden wir da, also ich glaube, es geht dann echt darum, dass man, wenn man das Gleiche erreichen will wie ein, also wenn man die gleiche Waffenschaden bekommen will wie ein Pilzer, dann braucht man, glaube ich, 21 Jahre länger oder so. Also irgendwie so, irgendwas zwischen 10 und 20 Jahre, könnt ihr euch ausrechnen. Ich habe keinen Schimmer. Es sind halt, man erspart sich ja halt diese, also diese 7 Tage, es gibt es schon mal 7 länger, dann hat man aber einen Dreifach-Boost. Ja? Weil erst hat man Gold ist doppelt und wenn es doppelt so schnell läuft, ist es auch doppelt. Und dann hat man nochmal den Platin-Boost, der nochmal drüber kommt. Und der witzigerweise gar nicht so teuer ist, also weil es nämlich nur 100 Pilze kostet, also nur in Anführungsstrichen. Das ist natürlich schon insane teuer, aber das war das erste Tool, wie ich gesehen habe, okay, das muss man ja mitnehmen, um das zu machen, um da vernünftig mitzuspielen. Und gut, da war ich jetzt zu bereit, so. Ja. Aber damit endet es ja nicht beim Arena-Manager. Der Arena-Manager, in Wirklichkeit verdirbt er euch die Epic-Events aus meiner Sicht fast komplett. Ja. Weil es macht halt keinen Spaß, man kriegt nicht mehr den richtigen Schaden bei einer Waffe, du kriegst eine Epic-Waffe, die kann einen Minimum-Schaden da unten stehen haben, das macht keinen Spaß. Die anderen Dinge funktionieren einigermaßen, abgesehen davon, dass natürlich viel zu viel irgendwelche Blitz Verteidigungswerte da sind und dahingehend gibt es relativ wenig Lebensenergie und du brauchst halt diese Dinge für, dadurch die Schattenwelt halt recht wichtig ist, für deine Begleiter auch. Also das heißt, alle 4 Wochen, wenn du es richtig spielst, und das muss man natürlich nicht machen, aber alle 4 Wochen würdest du um die 5.000 bis 6.000 Pilze ausgeben, damit du deine Begleiter und deinen, und dann auch nicht befriedigend. Das ist das Schlimme. Es ist dann nicht so, dass die dann top, top, top ausgerüstet sind, sondern hast es dann gerade hinbekommen, dass es echt okay ist. Ne? Aus der Sicht eines Langzeitspielers, der diese Sachen so nicht sieht, verstehe ich auch, dass man das nicht so machen muss unbedingt. Aber das, ein Epic-Event macht den Sinn, dass du schon mal deinen Charakter richtig ausgebaut hast. Früher, als der Turm eben ja, erledigt werden konnte in einer relativ vernünftigen Zeit, hast du dann nachher deine Begleiter gar nicht mehr gebraucht. Ja. Die Schatten-Dungeons, die dazugekommen sind, haben das geändert. Die sind jetzt genauso wichtig wie die Licht-Dungeons. Also dadurch bist du hier immer zu viert. Und das musst du auch ernst nehmen. Wenn du die Begleiter nicht ausrüstest, dann wirst du da nicht sehr weit kommen. Ja.
Und ja, das musst du nicht bei jedem Epic-Event machen. Später wird es dann ein bisschen easier. Auch der Arena-Manager macht es irgendwann günstiger, weil du halt Lebensenergie dann, wenn du dann die Runen anschaust, die du da bekommst, die machen dann immer mehr Sinn, weil jetzt am Anfang war es jetzt zum Beispiel so, dass es sogar nur 2 oder 1% Lebensenergie gibt oder 2. Und da wird es wirklich völlig irre. Also da ist es auch dann blöd, wenn man versucht, beim Arena-Manager so auszurüsten, dass man hier bei den Begleitern auch komplett auf den 15 immer ist. Ja. Ich bin ja hier schon ein bisschen weiter, deswegen habe ich es dann gemacht. Aber da muss man das dann nicht so ernst nehmen. Aber andererseits ist es auch wieder so, wenn man den Arena-Manager günstiger spielen will, wird man viel länger in diesem Modus hängen bleiben, wo die Epic-Events eben eher teurer sind. Also das ist schon so ein bisschen so, also eine Flucht nach vorne, die ich da gemacht habe. Okay, aber das haben alle, also das haben viele, viele haben das sehr kritisch gesehen. Das ist jetzt ein Update gewesen, das hier reingekommen ist. Aber das muss ja nicht das letzte Update gewesen sein. Ja? Und weil es nicht das letzte Update gewesen sein muss, weiß ich rede eher mit Pilzern. Also ich bin eher nicht mit Non-Pilzern unterwegs. Ja? Ich kenne auch Non-Pilzer, aber ja, das ist nicht meine Community sozusagen. Ja? Weiß ich eher, was die Pilzer sagen. Und also es macht dann keinen Spaß mehr. Ja? Es ist einfach ein bisschen eklig geworden. Und also Leute wie Boris zum Beispiel, der richtig gut spielt und auch den relativ hoch spielt, den Arena-Manager, die macht das Epic-Event auch keinen Spaß mehr. Also da wird sich was ändern, oder wird sich vielleicht auch was ändern, hat die Firma schon irgendwie angekündigt. Ja, aber das ist jetzt, ja, also jetzt ist 5 vor 12. Also weil wenn sowas nochmal reinkommt, weiß ich, dass einige Spieler das Spiel nicht mehr spielen werden. Ja. Da ist rum. Ja. Und es gibt auch schon so Gelegenheitsspieler, die das Spiel eigentlich geil fanden von früher, die es auch nicht mehr spielen wollen oder können. So wie Marksman und Mario. Gut, können auch sagen, die haben immer ein bisschen früher aufgehört, weil die haben doch ein Leben. Das Spiel, auch gerade durch den Arena-Manager, diese alle 18 Stunden, wenn man es einfach übertreibt und das ernst nimmt, was im Arena-Manager hier passiert, da muss man alle 18 Stunden im Prinzip bereitstehen und dann eventuell auch gerade am Anfang, was dann ja irgendwann nicht mehr ganz so wichtig ist, muss man die Skips vorbereiten. Was relativ aufwendig ist. Ja. Das ist von der Arbeit her, wenn man das vernünftig spielt, also ihr kennt vielleicht so das Arena-Manager-Tool von Acclamator, von Accla, kürzen wir mal ab. Wirklich eine der Top-Spieler in dem Game, die auch wirklich das, ja, in vielen Details das Spiel auf sehr hohem Niveau verstanden haben. Der auch das sehr deutlich bewiesen hat auf S41, dass man so als Quereinsteiger wie ich nicht wirklich eine Chance hat gegen diese Leute erstmal, wenn man einfach zu viele Updates nicht mitgemacht hat, dann wird man eher so ein bisschen von dem nass gemacht. Ach, warum drücke ich denn immer den ersten? Der hat halt so ein Arena-Manager-Tool geschrieben und dadurch wird es noch langwieriger, also wenn man das benutzt. Ja, was ein super Tool ist grundsätzlich, weil es wirklich zeigt, was man mit dem Spiel, was man da alles rausquetschen kann, und man kann dadurch noch einen besseren Arena-Manager-Start hinlegen oder auch grundsätzlich den Arena-Manager pflegen. Aber da sieht man auch, dass es der Arena-Manager wirklich darauf ausgelegt ist, dass man sich damit richtig beschäftigt. Ja? Von alleine stellt sich der Arena-Manager mit dem Max-Tool nicht richtig auf. Da muss man richtig reinbauen. Aber gut, wir haben jetzt genug über den Arena-Manager gesprochen. Das ist eben das Tool, wo wir alle sagen, wo ich keinen Spieler bis jetzt gekannt habe, der gesagt hat, ja, das ist ein Tool, das du ignorieren kannst, ist nicht so wichtig. Oder es ist ein super Tool, weil es schön günstig ist und weil es das Spiel bereichert hat. Ja? Also viele sagen, das passt gar nicht zum Game. Das muss man, der Meinung muss man nicht sein, aber das habe ich oft gehört, dass die Spieler gesagt haben, das passt gar nicht zum Game. Und das nächste ist halt, dass sie gesagt haben, boah, das ist echt teuer. Ja? In den Auswirkungen ist es sowieso teuer, das habe ich ja auch vorhin jetzt gerade gut dargelegt. Und jetzt ist die Frage, ob wir halt, ja, diese, und dann höre ich auch immer davon, also Shakes & Fidget ist schon ein teures Browser-Game. Es gibt aber noch viel teurere Browser-Games, und es ist eben die Frage, ob ihr wollt, dass das Spiel auch so wird, ja?
Und der Umgang mit den Spielern aus Sicht der Leute, die sich, und da bin ich auch wieder vorsichtig, also ich habe mich mit vielen Leuten gesprochen, die das Game halt ja jetzt einfach wirklich durchgezockt haben und nicht wie ich jetzt mal quereinsteiger gestiegen sind und wieder mal so ein bisschen spielen, sondern die es jetzt wirklich viele Jahre auch durchgezogen haben. Der Umgang ist einfach schlecht. Ja? Also das war früher schon uns bei uns im Forum, aber das ist auch jetzt immer noch so in den Foren, dass das eher, dass der Umgang eher schlecht ist mit den Spielern, dass die nicht gehört werden. Und wenn ich dann so mitbekomme, ich meine, das ist ein Bezahlspiel, ja, dass die Firma auf S1 jedes Update einpflegt, um dann zu sehen, ob irgendjemand schreit. Ja. Dann, wenn man das auf einem hohen Niveau testen will, weil man daran Spaß hat, dann müsste man rein theoretisch ständig irgendwie Geld reinblasen, um auf S1 irgendwas zu testen. Und dann sind die Sachen halt recht ungetestet angekommen. Wir hatten jetzt in der Zeit, in der ich da bin, hatten wir diesen Kalender-Bug, der war echt übel, ja, der Spielern Level abgezogen hatte. Unfassbar. Ja. Spieler, die sich wirklich darauf gefreut haben, jetzt richtig, eigentlich richtig schön zu leveln, oder ein befreundeter Spieler wäre durch diesen Kalender auf 500 gekommen, und der war dann 498 statt 400, also statt 500 war er 498. Dabei war er ja eigentlich, da gibt es richtig Gold, aber das interessiert mich, glaube ich, jetzt nicht. Dadurch war er dann wieder, also nicht 500, sondern 498. Ja, und er war halt 499. Also, und ausgerechnet ist ihm da 3 Wochen Spielzeit geklaut worden vom Game. Ja, und das wurde dann irgendwie korrigiert. Dann gab es den Battlemage Bug, wo der Battlemage quasi einfach schwächer war, als er war, weil man gegen, also mit dem Rüstwert, wenn der wenn der auf 10% war, hat auf einmal dieses Schild nicht mehr funktioniert. Ja. Und den gab es auch mal so nebenbei. Ja. Und dann ist mir erzählt worden, dass der Berserker irgendwie genervt wurde, also einfach schlechter gemacht worden ist, ohne irgendjemandem was zu sagen, was ich schon sehr kritisch finde, weil der Berserker, ich meine, wenn man so ein Spiel spielt, fängt man halt so einen Char unter bestimmten Bedingungen an und bezahlt auch recht viel Geld rein. Vielleicht ist die Klasse dann auch wirklich unfair besser als andere. Aber hey, das nachträglich zu ändern ist schwierig. Aber das ist nur so ein Beispiel. Ja. Und dann erklärt aber auch niemand das, sondern es wird einfach gemacht. Und Leute stellen das fest, weil die Spieler-Community insgesamt ist ja nicht blöd. Die stellt dann sowas fest und sagt, das ist aber eine richtige Scheiße, was ihr hier gemacht habt. Könnt ihr es mal erklären? Dann werden die Sachen im Forum gelöscht. Da wird nichts erklärt. Ich nehme an. Die Leute stehen da und sagen, okay, das ist ja richtig, richtig cool. Ja? Also der Umgang im Forum ist einfach merkwürdig. Aber das war bei mir damals schon. Dabei weiß ich, die haben eigentlich selbst privat eine andere Meinung. Ich wusste damals schon von einem Spieler, der Kotti kannte, dass Kotti selbst das Oktoberfest als totalen Unsinn empfunden hat. Aber er musste hart vorgehen gegen die Leute, die das Oktoberfest kritisiert haben im Forum. Also nur so als Beispiel, ja. Wenn ihr das noch wisst, dieses Oktoberfest von damals. Ja. Gab damals schon Fehler, die Firma gemacht hat, wo man sagt, ey, wenn du das Spiel ein bisschen checkst, dann kannst du das ja nicht wirklich ernst meinen, dass du das jetzt wirklich da reinpflegen willst. Ja. Gab es halt schon immer. Nur jetzt ist halt die Frage, zu der Aktion, die geplant ist. Jetzt versuchen wir ein Zeichen zu setzen. Und zwar gegen all diese Dinge, die schon immer gestört haben, aber wir werden nicht alle Dinge dadurch verändern können. Ja? Also so auch, wenn ich heute eine Diskussion geführt habe auf Discord, auf dem allgemeinen Discord für Shakes and Fidget, der sich auch mittlerweile als offizieller Discord etabliert hat. Wo Leander auch ganz offiziell einen Account hat, oder Kotti auch inoffiziell abhängt. Also es wird schon wahrgenommen und wird auch mittlerweile akzeptiert als der Discord für das Game, aber nur, dass die Firma halt nicht die Kontrolle drüber hat,
sondern das haben halt Spieler von sich aus eröffnet. Dadurch kann man da ein bisschen anders diskutieren. Da habe ich heute schon Diskussionen geführt, ja, wir müssen viel konkretere Forderungen haben und so, und das sehe ich halt nicht so. Also ich sehe es einfach so, dass wir uns erstmal Gehör verschaffen müssen, um dann auch einige Missstände überhaupt ansprechen zu können. Wir werden auch nicht alles durchsetzen können, was wir haben wollen, und wir müssen aufpassen, dass wir uns, wenn wir jetzt über Forderungen diskutieren, uns nicht schon wieder spalten und dann die Aktion gar nicht stattfindet. Also müsst ihr euch mal vorstellen, also sagen wir mal, die Aktion findet statt, W42, International 42, wird erfolgreich boykottiert. Wenn das stattfindet, dann zum Beispiel kriegen wir daraus, nur mal überlegt, ja, das Maximale, was wir da rausholen können, und das wird auch geschehen, ist ein schöner Testserver für einige Spieler, die mit dem Game, von dem Game echt eine Ahnung haben, die einfach schlau genug sind, da auch ordentlich zu testen, die akzeptiert werden von Player, bla bla bla. Ja, okay. Dann ist es schon viel besser, als wenn es keinen Testserver geben würde, ja. Also vorher jetzt die Aktion zu kritisieren, ja, weil da keine konkreten Forderungen, und ich will ja wissen, für was ich da einstehe oder so. Aber es ist eben diese Angst vor Updates, die Spiele wirklich dann unspielbar machen, aus meiner Sicht. Ja. Es ist jetzt schon insane teuer, insane. Wie gesagt, das Argument kommt dann immer, ja, du musst es ja nicht spielen, du musst es auch nicht auf dem Niveau spielen, das stimmt alles. Aber ich habe euch auch gerade erklärt, warum es dann doch Spaß macht, auf einem gewissen Niveau zu spielen. Das muss man auch einfach akzeptieren, dass es nicht alle Menschen aus der gleichen Motivation heraus handeln. Da gibt es einfach Spieler, denen es Spaß macht, ihr Geld hier reinzublasen. Und das ist Fakt. Ja? Dann kannst du nicht sagen, was wäre, wenn. Das macht keinen Sinn, weil es gibt diese Spieler, die es einfach machen. Also müssen wir gucken, wie wir damit umgehen. Und es mag auch immer Spieler geben, die jeden Preis bereit sind zu bezahlen. Ja? Nur ist es dann noch das gleiche Spiel. Und aus meiner Sicht ist es jetzt schon nicht mehr das gleiche Spiel. Das ist uns schon auf einer gewissen Ebene entglitten. Und jetzt ist die Frage, ob wir den Betreiber klar machen können. Okay, was ist das? Dass wir das nicht so lustig finden. Ja? Oder ob wir das einfach so hinnehmen und sagen, okay, wir können eh nichts dran ändern. Ist halt so, wie es ist. Player gehört das Spiel. Die können machen, was sie wollen. Blablablub. Ja? Wir haben keine Macht. Da. Die Menschen können nichts ändern. Und das ist ja dann für mich halt ja, eigentlich übertragbar auf alle anderen Bereiche, die den Menschen nicht gefallen, weil sie sich erstmal streiten darüber, was man haben will. Und der Streit darüber passt den Leuten, die entscheiden können, die wirklich entscheiden können, weil es spaltet die Menschen, und dann können sie sagen, ja, aber ihr seid euch ja nicht einig, ja, wir machen jetzt, was wir wollen. Und genau das ist das Problem. Ja. Das, ich sehe gerade, hier gibt es kurz mal Level Up. Das ist echt nicht viel, was mir da fehlt. eine vernünftige Quest mehr und das hätte geklappt. 23:30. Schau mal, was wir hier bekommen haben. Da passt auch. Da passt noch nicht ganz. Und hier ist auch durch. Und das müssen wir verhindern. Wir müssen verhindern, dass wir uns jetzt in Diskussionen verlieren, um diese Aktion, um die Aktion, die ein Zeichen setzen könnte. Ja? Es könnte auch sein, dass es in die Hose geht, dass zu viele Spieler davon nicht erfahren und W42 spielen, oder dass die Firma davon erfährt und umgebucht und dann fangen auch wieder so viele an oder was auch immer, also dass es eigentlich nicht so auffällt. Kann auch passieren, ja. Dann habt ihr halt entweder nichts gemacht, weil ihr gesagt habt, oh, ich hab's eh gewusst, dass es nicht funktioniert, oder ihr habt es halt gemacht
Und das ist auch aus meiner Sicht einfach lächerlich wenig, was man dazu machen muss. Einen Server ignoriert. Ja? Dann spielt halt W43, wenn ihr so gerne internationale Server spielt. Ja? Also das wird euch nicht umbringen. Ja? Aber dann habt ihr wenigstens was probiert. Ja? Habt ihr was riskiert. In gewisser Sicht richtig riskieren tut ihr ja nichts, aber so ein bisschen. Ja? Mag auch den einen oder anderen Spielen geben, der sich darauf gefreut hätte und dann sagt, okay, dann mache ich jetzt doch mit. Das kann alles sein. Aber wenn man gar nichts macht, kann da auch nichts bei rumkommen. Das ist das, was ich sagen will. Ja? Und die Diskussionen jetzt, die ich mit einigen, und das ist auch wieder witzig, auf der internationalen Ebene führe ich die Diskussion nicht mehr. Ich werde von vielen Spielern mittlerweile angeschrieben, auch von mittlerweile internationalen YouTubern. Denen erkläre ich das ganz kurz und die sagen, wow, geil, mache ich mit. Ja, ich helfe euch, ich verbreite es, alles gut. Klar, auf geht's. Ja? Und in Deutschland verstrickt man sich dann in Diskussionen, ne? Was zum Teil Absicht ist. Da gibt's wirklich, also in dem Forum auf Discord gibt's wirklich Trolle auch. Ja? Ist halt so. Ja? Die gründen jetzt erst recht eine 300-Alu-Gilde. Und bis jetzt sind's, glaube ich, 3 Spieler. Würde mich freuen, wenn es die 3 Spieler bleiben würden. Und dann ist die Frage, wie ihr dann mit solchen Leuten umgehen, die es als lustig finden, praktisch eure Ziele oder ja, eure Anliegen mit Füßen zu treten. Das müsst ihr euch dann überlegen, wie lustig ihr das dann findet. Aber ich hoffe wirklich, dass ein großer Teil der Community erkennt, dass es 5:12 ist, dass dieses Spiel uns auf eine Art entgleiten könnte. Und damit spreche ich halt an hier, das habt ihr euch auch gefallen lassen, da war ich nicht da, als das passiert ist. Und ich will nicht arrogant klingen oder so, aber es war eine Tatsache, dass wir haben so rebelliert gegen die, das war eine andere Firma, brauchen wir nicht reden, das ist ja verkauft worden, Player. Wir haben so rebelliert gegen die Toilette, die unendlichen Vorteil gebracht hätte. Es war kein Cap geplant bei der Toilette, um dann das Cap von 66 durchzusetzen. Und dadurch war es klar, irgendwann hat man dann den Vorteil der Leute, die hier bessere Waffen und besseres Equip finden können, weil sie die Toilette bedient haben. Und auch damals natürlich war es ein bisschen schwieriger, die Toilette zu spielen, weil da hattet ihr nur 5 Plätze, die waren hier unten drunter. Und ihr konntet auch beim Epic-Event euch nur so und so viele Epics holen, um dann die reinzuschmeißen. Das heißt, rein theoretisch musstet ihr euch unter der Woche oder einfach ohne Epic-Event ein Epic holen, um es in die Toilette zu schmeißen. Ja. Auf dem Stand war das halt damals und wir haben gewusst, okay, wenn das Ding unendlich läuft, ist das so ein großer Vorteil, den wollen wir nicht in dem Game haben und haben es dann geschafft, dass die Firma da auf uns reagiert hat, weil wir einfach so viel darüber geschimpft haben. Ja. Oh, das wird ein bisschen schwierig. Ich glaube, den lasse ich jetzt erstmal stehen. Ich glaube, ich habe auch hier nichts Gescheites drin. Ja. Shakes habe ich heute. The Mast Man, den kann man glaube ich angreifen. Schauen wir mal kurz, ob er. Ah, der Shake selbst ist da auch drin. Ist ja witzig. Hat er mich angegriffen, mir geschrieben? Schaue ich mal ganz kurz. Um 21:12 Uhr. Ja gut, ich muss ihn. Ne, ich speichere mal ab. Haben wir nochmal einen mehr, Angriff mehr. Dann habe ich vielleicht gefunden in der. Der bringt eigentlich auch nicht so viel, aber so ein bisschen was. Das werde ich eh nicht überbrücken können, aber. Das lasse ich mal liegen. Aber das ist die Aktion. Also die Aktion drückt den Unmut über einige Dinge aus. Da gibt es viele Dinge, die man besprechen kann. Und vielleicht habt ihr auch nur ein ganz spezielles Teil, das es bei euch ist. Aber es wird darin sehr wahrscheinlich involviert sein oder beinhaltet darin sein. Ich guck mal kurz an. Ich habe hier das Dokument. Was zum Beispiel so als Stichwort, um ein bisschen konkret zu werden. Teure Updates, viele Bugs, Testen am Leben der Objekte, habe ich es mal genannt. Zu wenig Langzeitmotivation, auch für die Langzeitspieler. Keine Rollbacks. Wenn mal richtig was schlecht gelaufen ist, dass man nichts ändern kann, sondern die Spieler im Prinzip mit den Auswirkungen leben müssen. Das sind so mal so Stichworte, die ich mal aufgeschrieben habe. Ja, man wird nicht alles erzwingen können. Ihr könnt auch vergessen, wenn ihr jetzt sagen wollt, wir wollen den Arena-Manager weg. Das wird nicht passieren. Das ist, aber nochmal so ein teures Tool, das können wir verhindern, indem wir der Firma signalisieren, wir ziehen an einem Strang. Und das ist aus meiner Sicht jetzt eine sehr leichte Chance. Also
Das ist schon das Minimum. Es gab Vorschläge, dass die Spieler sagen, hey, ich beschäftige mich gleich mit dem Chat. Wir wollen, dass das Spiel... eine gute Aktion wäre zum Beispiel, haben sie gesagt, wenn die Spieler jetzt 4 Wochen nicht zahlen würden. Ne? Ja, das kann man machen, wäre eine super Aktion, aber das wird nicht stattfinden. Never ever. Ja? Das ist nicht umsetzbar. Schauen wir mal kurz. Wie teuer ist das Ding? Ach, Mann. Das ist nicht umsetzbar. Blödes Ding. Bin ich da jetzt durch eigentlich damit? Ich kann immer noch drehen. Das werden wir nicht hinbekommen. Das wäre natürlich das beste Zeichen. Warum wir gar nicht reden. Ja? Aber wenn wir wirklich was durchsetzen wollten, also garantiert durchsetzen wollten, könnten wir es, wenn wir 4 Wochen alle nicht mehr zahlen. Wird aber nicht möglich sein. Ja? Könnt ihr vergessen, schaffen wir nicht. Ja? So dicke ist die Community nicht untereinander. Haben wir doch noch bekommen. Aber es ist schon mal ein Anfang zu sagen, wir lassen jetzt mal einen Server liegen. Und wenn das Minimum ist, was wir schaffen, müssen wir das schaffen. Ja? Gibt es natürlich auch Stimmen, die sagen, ja, jetzt gerade der Geburtstagsserver, aber dann ist es ein bisschen schwerer, dadurch, dass es ein Geburtstagsserver ist und vielleicht gibt es eine neue Klasse. Alles gut. Wir werden natürlich im Vorfeld auch mit der Firma schon das kommunizieren. Ja? Das ist das, was wir vorhaben, und das Projekt könnte wirklich groß werden. Also es könnte wirklich klappen. Auch im Vorfeld könnte sich vielleicht die Firma Sorgen machen, oh, was machen die denn da? Kann auch schon passieren. Das kann ich nicht abschätzen, was in deren Köpfen vor sich geht. Ich weiß nur, dass es sinnvoll ist, aus meiner Sicht ein Zeichen zu setzen. Und das versuchen wir halt jetzt. Ja. Und deswegen bitte ich euch, eigentlich alle da mitzumachen. Und das nicht von meiner Person abhängig machen. Es geht nicht um mich. Es geht nicht darum, oh, der Dreamscape macht irgendwas, um bekannter zu werden. Also ich bin auch nicht derjenige, der dann später mit der Firma über die Spieldetails redet. Da bin ich überhaupt nicht in der Lage zu. Da gibt es andere Leute, die viel besser sind, die wir dann bestimmen können, die wir einsetzen können, die dann praktisch unsere... Ja. Also insofern war das eine gute Idee, was ich gerade sage, unsere Kommission bilden. Einer von 5, ja. Also geht es wirklich nicht um meine Person. Ja. Ich habe eine Idee gehabt, aber es ist unsere Aktion. Wenn es nicht begriffen wird als solche, dann muss man sagen, ja, klappt das nicht. Könnt sogar nochmal würfeln, Leute. So geil. Ja. Wenn es nicht begriffen wird als unsere gemeinsame Aktion, wo wir Stärke beweisen, und zwar ohne die Trolls. Vergesst die Trolls, die wird es geben. Es wird Leute extra geben, die dann versuchen, diese Aktion zu zerstören. Aber das sind nicht viele Spieler, das sind nicht viele Menschen, die so ticken, die das nicht begreifen oder sie einfach lustig finden, sich über die hohen Ziele und über die Visionen anderer Leute lustig zu machen. Da gibt es halt immer wieder Leute, die so sind. Und auf Discord haben wir schon welche gefunden, mit denen ich mich heute auseinandergesetzt habe. Und es gibt natürlich auch so Mischformen, die besonders kritisch sind und sagen, oh, oder überall mitreden wollen, Diskutierer, die sehr im Ego sind und einfach es lustig finden zu diskutieren und denen es gar nicht so richtig um die Sache geht, abgesehen davon, dass sie halt sich besonders schlau vorkommen, weil sie, oder machen wir doch Gold, weil sie so gut denken können, ja. So, jetzt haben wir das auch durch. Das wird es auch immer geben. Dann gehen wir mal in die persönlichen Dungeons hier. Umgeschaltet haben wir schon. Und das ist mein kleiner Beitrag, den ich einbringen möchte, diese Dinge losgetreten zu haben. Aber das ist dann nicht meine Leistung oder mein Projekt oder so. Das geht gar nicht ohne die Spieler. Keine Chance. Ohne euch wird es niemals funktionieren. Könnt ihr vergessen. Und deswegen brauchen wir eigentlich alle, die dieser Aktion eine Stimme verleihen. Da gibt es mehrere Möglichkeiten, die ihr habt.
Also einerseits brauche ich euch dazu, und das werde ich noch machen, eine vernünftige Rundmail an die Gilden zu schreiben. Also das ist, glaube ich, das Effektivste wird das sein. Also wenn ihr einfach Post, neue Nachricht, Gilde, blub, wird es eine schöne Überschrift geben und eine schöne Nachricht. Die solltet ihr bei euch verteilen. Das kann euch mehrfach passieren, das ist ja auch gar kein Problem. Das wird das Effektivste sein. Dadurch wird sich das, wenn es gut formuliert ist und auch Sinn macht, wie ein Lauffeuer verbreiten. Abgesehen davon, dass wir natürlich die YouTuber mit am Start haben. Also ich habe eben mit Dorza heute geredet und auch mit Paul Terra habe ich gesprochen. Wuhu! Ein Subscribe, Timchen! Dankeschön! Dankeschön! Ja. Mit den beiden geredet und Dorza wird's also er sieht Schwachstellen, also ist immer so, ja, also ist ja nicht so, dass die Leute nicht denken, aber er wird's unterstützen. Ja? Also Dorzas Unterstützung haben wir. Ich weiß nicht, in welcher Form er das macht, ob er darüber auch reden wird. Aber da wäre ich auch bereit, ein Interview mit ihm zu geben, haben wir auch schon mal gemacht, ja, über die Aktion. Und das nächste ist Paul Terra hat auch gesagt, also er kann, das Problem ist, er ist ja ein bisschen Teil des Systems, er ist ja ein lieber Kerl, also ich mag ihn einfach auch. Und er hat gesagt, er würde jetzt keinen neuen Server spielen, also er ist eh tief im Path of Exile-Fieber verfallen, aber es gibt eine Ausnahme, hat er gesagt, wenn eine neue Klasse kommt, dann wird er spielen. Und ich nehme fast an, das hat er jetzt nicht so formuliert, ich nehme fast an, das ist meine Interpretation, dass er vielleicht spielen muss dann. Ja. Das kann ich euch nicht sagen, dass er eine neue Klasse promoten muss, das weiß ich aber nicht. Ja. Aber auch wenn der natürlich cool wäre, wenn wir jetzt alle YouTuber dabei hätten, die für diese Sache Werbung machen wollten, ist Paul Terra auch nicht das Game. Also können Leute, die ihn gut finden, auch wir erreichen und vielleicht das verstehen, dass er gar nicht anders kann. Vom Herzen weiß ich, unterstützt er das, findet das gut und er würde auch mit der Firma reden, wenn nochmal sowas wie ein Arena-Manager kommt, würde er versuchen, seine Stimme zu erheben. Aber ich weiß eben, und dann reden wir darüber, dass der Support auch nicht immer, auch nicht deutlich Gehör sich verschaffen kann bei der Firma. Das ist auch eine Geschichte, die leider eine Wahrheit beinhaltet. Also der Support selbst, halt nochmal Gilde nochmal. Ah, da muss ich resetten. Gildenportal muss nochmal. Also wird auch ein Kotti oder ein Holle, die versuchen wir sogar auch ins Boot zu holen, indem wir sie ihnen eigentlich sagen, damit wir denen nicht von den Kopf schlagen. Ja? Also auch denen werden wir vorher schon erzählen von der Aktion, das wird jetzt keine geheime Aktion sein. Im Gegenteil, wir wollen ihnen sagen, dass wir das planen dass uns klar ist, logischerweise auch in der Kommunikation mit ihnen, dass sie uns jetzt nicht sagen dürfen, dass wir es gut finden, dass sie es unterstützen oder so. Aber klar und heimlich weiß ich, dass sie das gut finden würden, wenn ein bisschen mehr Sinn und Verstand reinkäme in die Dinge, weil die müssen sie uns gegenüber immer verkaufen, aber sie sind da wirklich ein schwaches Bindeglied, weil sie haben eigentlich mit den Entscheidern nichts zu tun. Das ist nicht das, die entscheiden das nicht, ja, was da reinkommt oder nicht. Wie gesagt, damals, der Kotti hat gesagt, das ist ein Unsinn, was er jetzt macht und damals war die Firma noch näher zu erreichen. Die haben das Oktoberfest trotzdem sich geholt, ja, haben sie trotzdem guten Idee gefunden, einfach so viel Pilze von den Spielern zu bekommen, dass sie rund um die Uhr spielen können. Ja, das war denen egal. Genau. Das ist genau das. Dankeschön! GTF Junge! Quick! Keine Ahnung, wie man das ausspricht. ja. Und wie unsere Sache ist halt jetzt, dass wir zusammenstehen, das zu unserer Aktion zu machen und uns Gehör zu verschaffen, ja. Und wie wir das dann ausnutzen, ja, das werden wir definitiv auf eine positive Art und Weise ausnutzen. Da darf man parallel auch drüber diskutieren, können auch Vorschläge uns zugesandt werden. Wir werden auch gucken, wie wir es dann machen. Also auch Acclamator hat gesagt, er ist schon ziemlich eingespannt. Ja? Er hat Arbeit und ist eh bei Shakes & Fidget relativ eingespannt. Hat auch erzählt, wie anstrengend es ist, eigentlich als Gildenleiter auf einem hohen Niveau zu spielen. Schauen wir mal kurz, wie es hier gelaufen ist. Oh Mann,
gestern 130 Millionen, heute 18 Millionen. Azog 7, ich gönn dir das, gönn dir das. Er sagt, ich darf nicht so viel jammern, aber wie gesagt, gestern habe ich es bewiesen, 130 Millionen, heute 18 Millionen. Der Berserker ist einfach insane doof. Deswegen, weil er so random ist und so unfassbare variabel ist in den Schaden, den er raushaut, ist er einfach auch kein Ehrenhallen-Char. Ja? Also wenn man jetzt hier übertreibt, dann kann man auch mal oben stehen, aber in Wirklichkeit, also ich habe mich jetzt ja hochgequestet, ja. Weil den zum Beispiel den Southbird, den schlage ich halt im Leben nicht. Ja, der Krieger, ob es das der, der 337er, der auch dieses Epic-Event ausgenutzt hat, die haben auch schöne schwarze Steine schon überall, ja, weil sie das halt auf dem Niveau auch spielen. Ich habe keine Steine mehr geskippt. Ja. Ich bekomme halt Steine oder bekomme sie nicht. Ja. Obwohl ich teuer spiele, das Spiel. Also man sieht auch, also ich bin jetzt so ein halbteuer Spieler. Ja. Ich habe die Dungeons, da mache ich gern was. Und darüber hinaus sage ich immer, ist schon zum Teil richtig teuer. Soll die Alu nicht verpassen, gehen wir jetzt mal weiter. Aber ich glaube, das ist trotzdem gut hier. Ich weiß es gerade nicht, Leute. Ich nehme mal eine kurze, die tut nicht so weh. Ja, okay, ist besser so. Ist eigentlich noch besser. Und so versuchen wir halt jetzt da eine Aktion zu machen, ein gemeinsames Ziel auch zu formulieren, das aber erstmal heißt Aufmerksamkeit generieren und nicht, wir haben die und die Forderung. Ja. Und das versuche ich eben den Leuten klar zu machen. Ja. Dass wir natürlich versuchen, das Bestmögliche rauszuholen, dass uns das Bestmögliche aber vielleicht auch nicht gefallen könnte, steht halt auf einem anderen Blatt. Ja. Was uns halt die Firma gewährt dann im Endeffekt. Was da drin ist für uns. Mal schnell schauen, ob es hier schon irgendwas gibt. Die Hexe ist so langsam hier. Unfassbar. Unfassbar. Wobei es hier gibt so einen Trick. Wenn ich jetzt schon immer Happy Hour spiele, könnte ich auch. Muss ich mal überlegen, ob ich da umstelle. Einfach das mit Pilzen wegklicke. Ja, das weiß ich aber noch nicht, ehrlich gesagt. Ja. Da war es scheinbar heute irgendwie drei Abenteuer machen oder irgend sowas. Man weiß nicht wirklich, was da heute rauskam. Ja. Oh Mann. Ich nehme mal wieder eine kurze. Jo. Also ich hoffe, ich habe das euch ein bisschen erklärt. Es wird natürlich auch kurze Videos geben, wo die Aktion schön sexy rüberkommt. Wir werden einfach so einen Trailer versuchen zu schneiden, der einfach das erklärt und versucht auf eine positive Art und Weise die Spieler für diese Aktion zu gewinnen. Ja. Aber das ist, glaube ich, ja, dann im zweiten Schritt einfach eine Werbeaktion. Erstmal habe ich bis jetzt keinen Spieler gesehen, der irgendwie man muss gar nicht einschränken, also außer die Trolle und das natürlich, man könnte jetzt mir auch vorwerfen, dass ich die Leute nur Trolle nenne, weil sie die Aktion nicht gut finden, aber das ist nicht so, das ist wirklich Trolle, man sieht es halt, wenn sie schreiben, was sie dann für einen Quatsch schreiben, also wie sie einfach auch versuchen gegen immer alles zu sein, also einfach, es geht bloß um Trollerei und das ist mir auch bestätigt worden von jemandem, der diese Leute besser kennt, aber gut, das ist jetzt wieder eine Discord-interne Geschichte, die halt ein bisschen doof ist aus meiner Sicht, aber was soll's. Okay, da gibt's auch Gold dabei. So gesehen wäre die andere auch gar nicht so schlecht. Ah, wurscht. Nehmen wir die halt dann. Dass keine Spieler, die das davon gehört haben, gesagt haben, oh, das ist aber eine doofe Aktion. Ne? das habe ich bis jetzt noch nicht gehört. Also insofern bin ich auch deswegen sehr motiviert. Hätte ich jetzt am Anfang gleich gehört, oh, mach das nicht. Und dann hätte ich vielleicht auch gesagt, okay, dann bin ich halt falsch gelegen. Ist es doch keine so tolle Aktion, die ich hier plane. Aber das Gegenteil ist passiert. Die Leute haben gesagt, wow, mal endlich, das ist echt fällig. Und sind eher darüber, eher so die Ziele sind ein bisschen illusorisch aus meiner Sicht. Aber hey, ich lasse mich auch gerne überraschen, dass man da noch viel mehr erreichen kann. Aber da bin ich mir nicht sicher. Nur, ja,
Die Frage. Mal den, aber das, darüber sollten wir uns jetzt nicht anfangen zu streiten. Ja? Wir sollten uns einigen darauf, dass es, und das ist das Minimum-Ding, dass es sinnvoll ist, ein bisschen mehr Mitspracherecht zu bekommen, um dann das Mitspracherecht auch richtig zu nutzen. Ja? Es ist eine Scheindiskussion, wenn man der Aktion vorwirft, dass sie nicht konkret genug ist, aus meiner Sicht. Es ist eigentlich dann, man könnte sich darüber hinaus dann wieder, wenn man jetzt hier Ziele setzt, die nicht jedem gefallen könnten, auch wieder trennen. Wobei, ja, ich glaube nicht, dass ein Testserver nicht jedem gefällt. Ist dem einen oder anderen ist vielleicht egal. Der sagt dann vielleicht, ja, ich würde aber lieber das und das haben, ich würde lieber das und das haben. Und darüber wird man sich wahrscheinlich nicht komplett einigen können. Und die Gefahr ist eben, wie ich gerade eben gesagt habe, sehr groß, dass man sich darüber hinaus wieder trennt. Das splittet. Ja. Wir sollten jetzt gucken, was uns verbindet. Und ich glaube, verbinden kann man wirklich sagen, ich glaube, das kann man wirklich, da kann man für alle sprechen. Niemand will, was geht ab? Niemand will nochmal so ein teures Tool wie den Arena Manager. Ja. Und es ist eben aus meiner Sicht eine Scheindiskussion, zu den Spielern vorzuwerfen, dass sie ihn benutzen. Natürlich wäre das in der Theorie, und das ist halt nur die Theorie, super, hätte ihn keiner benutzt, dann hätte die Firma sich richtig blöd ausgeschaut. Aber so funktioniert halt der Mensch nicht. Ja? Wenn was da ist, wird es auch benutzt. Aber halt nur von wenigen dann irgendwann mal. Ja. Und ist die Frage, ob man halt so ein Spiel haben will. Ja. Und ich glaube nicht. Die Antwort ist darauf, nein, so ein Spiel wollen wir nicht haben. Und deswegen ja, kann ich aus meiner Sicht sagen, dass das wohl alle gut finden. Nie wieder Arena Manager, ähnliche Tools bei Shaxel Fidget. Ich glaube, darauf können wir uns einigen und das wäre, glaube ich, auch dann so das Main-Ziel. Ja? Dass wir so weit mitreden können, dass wir das verhindern, weil es einfach eine Grenze erreicht ist, ab der es irgendwann keinen Sinn mehr macht. Ob man jetzt mehr, zum Beispiel, ob ein Tool gut ist, das einem mehr spielen lässt, wo man noch mehr Klicks machen kann, abgesehen davon, dass Klicks recht teuer sind bei dem Spiel, kann ich nur davor warnen, oder ob man eher wieder ein gemütlicheres Spiel daraus machen kann, das ist aber Geschmackssache. Also darüber sollten wir uns auch nicht, darüber können wir uns auch nicht einigen, nehme ich mal an. Aber ob was teuer ist oder nicht, oder darüber schon. Ich finde, also aus meiner Sicht, das ist aber meine persönliche Meinung, ist das Spiel schon zu zeitaufwendig geworden. Ne? Oh, das war doof, ja. Nein, schon wieder den Quatsch. Warum passiert mir das immer? Da war doch nur noch ein 230er. Notwendig. Ja. Also wäre das nie wieder ein Arena Manager, ähnliches Tool, darauf kann man sich wahrscheinlich einigen. Ja. Darüber hinaus, mal gucken, ja, was wir rausschlagen können. Wie gesagt, Testserver habe ich von vielen gehört, dass das eine gute Geschichte wäre. Und derlei Dinge. Ja, doch ein bisschen mehr in die Vollen hier. Aber das weiß man nicht, ja, was man da rausholen kann. Ja. Nur ohne diese Aufmerksamkeit, ohne dass wir das durchziehen, kriegen wir gar nichts. Das ist eben das, was ich. Lange Rede, kurzer Sinn, ja? Gar nichts. Und insofern fände ich es total cool, wenn ihr da mitmacht. Es gibt verschiedene Formen, wie man mitmachen kann. Man kann eben. Oh, jetzt muss ich ein bisschen aufpassen. Man kann eben. Wie ich, das in die Char-Beschreibung packen. Oha. Das ist eigentlich auch okay. Oder ja, diese Gilden-Rundmails mitmachen. Oder ihr könnt, wenn ihr auf Discord seid, kurz konzentrieren hier, könnt ihr euren Namen so ändern, dass ihr wie es ich eigentlich habe, also wenn ihr auf Discord seid, kann ich es euch zeigen, wie man das macht. Das war Flo's Idee übrigens, das finde ich auch schon gut, dass ich jetzt nicht mehr hier hauptverantwortlich bin für allen Quatsch, der das Projekt da betrifft. Ich glaube, ich muss jetzt wirklich den nehmen, weil es eigentlich mal keinen Sinn macht. Schauen wir mal, genau, jetzt kommt ein guter 230er raus. Okay, dann gehen wir schon mal hier auf Stadtwache. Ein bisschen umrüsten hier. Oh, 4 Minuten noch.
Das ist natürlich ein bisschen doof gelaufen jetzt, ja. Aber egal. Viel geredet. Mal kurz den... Ah, da habe ich schon mal Glück gehabt. Machen wir mal den hier. Eigentlich lieber Sanduhren. Heute wollen aber Kristalle zu mir scheinbar. Ich nehme jetzt mal die Sand. Das ist eher so ein bisschen langfristig angelegt da. Ressourcen brauche ich hier nicht wirklich. Oh, nehmen wir mal Holz. Na gut, hier ist klar, was ich nehme. Eigentlich eher die langfristigeren Tools, die werden irgendwie sinnvoller. Sowas, was man sich dann später mal teuer kaufen muss oder es nicht einfach nachgeworfen bekommt. Und aus meiner Sicht, weil ich eben weder Mine skippen noch irgendwas in dieser Richtung machen werde, dann mache ich ihn auch mal. Wupp. Der hat nicht geklappt. Gilde, muss ich neu starten? Oh, muss ich natürlich machen. Noch 3 Minuten, noch mal Zeit. Das ist auch so ein frecher Bug, ehrlich gesagt, ja. Was ist denn da so schwer, dass das dann immer da ist? Check ich nicht. Ja. Was macht der hier? Ja. Solide, aber. Ja. Gut, ich bin auch nicht gerade der beste Char hier auf dem Server. Schauen wir mal kurz, was ich hier... Genau, hier muss ich auch noch mal schnell machen. Habe ich einen abgespeiert? Einen, den der irgendwas bringt? Der ist zu hoch. Jetzt wird's blöd. Da habe ich nicht aufgepasst. Na, da war irgendwas. Da zuckt doch irgendwas. Genau. Oh, der wird nicht klappen, oder? Schauen wir mal. Okay. Okay, haben wir Glück gehabt. Nochmal Glück gehabt. Was haben wir sonst noch? Füttern. Passt. Ja, gerade so durchgelaufen. Jetzt haben wir noch richtig Zeit. Was mache ich jetzt mit meiner ganzen Zeit? Arena Manager. Stell mal fest, wenn das Ding da noch hängt, dann ist oftmals chancenlos, dann hättest du 3-mal in irgendeine Gegend ziehen müssen. Das kriege ich oft nicht hin. Auf den Tagesbefehl. Also das ist Glückssache, dass ich drauf achte. Aber dann haben wir den jetzt auch durch und bei Chile ist ja alles wieder anders. Ja? Also 3 Chars könnte ich jetzt nicht so schnell in der Stunde spielen, aber bei 2 geht's, wenn ich alles machen muss. Ich kann aber nochmal hier schauen, ob ich da auch schon durch bin oder nee, eher nicht. Ja, das habe ich schon gemacht. Ist eh manchmal komisch, dass ich das mache und das andere nicht. Ja, ich habe die Chance genutzt, den hier aufzubauen, weil der gerade eh nichts produziert, macht es eigentlich Sinn. Ja? Hab halt relativ viele Seelen gerade am Start. Hier könnte ich auch viel skippen, aber ja, auch nicht. Ja? Genauso wie hier. Gut, hier war FS41 der Fehler, dass ich hätte die Ritterhalle auf 16 packen können. Einfach leider ein bisschen blöd gelaufen. Geh mal hier. Das ist auch so eine Sache. Muss das denn sein, dass das alles so schnell vollläuft? Ja? Die Mine auch. Ich weiß nicht, was sie sich dabei gedacht haben. Ja? Dass man alle Stunde irgendwo reinklicken muss, um irgendwas abzuholen. ist echt ein bisschen schade, ja. Aber gut, ist das halt. Hier könnte ich was ausbauen. Verstehe. Da dauert es eh ein bisschen lange. Also ist wieder 0 Uhr, genau. Das habe ich alles gemacht. Ich habe noch nicht ausgebaut hier quasi. Komm, jetzt, dann nehmen wir uns mal einfach den Wächter vor. Blum. Ja. Alles andere kann ich jetzt eh gar nicht. Ja. Also, hier fehlt mir auch sogar noch ein Paket. Das ist auch witzig. das ich nicht gekauft habe, weil ich spiele ja nie eher günstig den S15 Char und da habe ich halt einfach keine 100 € Aufladung gebraucht. Also kann ich noch 100 € aufladen und nochmal ein Segelpaket holen. Aber ich habe den auch kostenlos gestartet. Also ich habe auch kein Paket geholt, als ich angefangen habe, das hier aufzubauen.
Insofern ist es auch nicht wichtig. Ist halt Langzeit, S15. So könnt ihr das auch auf Chile sehen. Ja? So, und jetzt gehe ich mal in den Chat. Mal schauen, was ihr denn alles geschrieben habt. Ja? Schauen wir mal, was ihr alles geschrieben habt. Ich bin nicht weitergegangen. Der graue Bär, sie, genau. Freue mich, dass du wieder da bist. Yippie! Stärkste Pay-to-Win-Spiel, was ich kenne. Okay, gibt's. Also, Clash of Clans ist noch krasser, habe ich mir sagen lassen. Scheint wirklich so zu sein. Dann 8-fach Boost, Mist. Jumper war schneller. Portal, nicht vergessen, Dream, genau. Das Game ist ohne Pilzen fast nicht möglich. Ist einfach so. Einfach so. Spielt Mario nicht mehr. Das war die falsche Quest. Kann mal passieren, ja, genau. Genau, mein Nightbot schreibt auch Sachen, den lese ich jetzt nicht vor. Moin Moin, genau. Dann 100 Millionen XP-Quest nicht vergessen. Hol dir doch die XP im Habitat bei den Pets. Ja. Dream, du weißt aber schon, dass Aura 66 schon fast seit 7 Jahren oder so ist. Das ist alles Schnee von gestern. Ja, ja, klar, aber es war nur ein Beispiel dafür, dass man eben schon Einfluss haben kann auf das Game. Das war, wir haben echt gejammert und dann hat es funktioniert. Ich weiß eh nicht, wie man mehr auf einen Server zocken kann. Ich weiß auch langsam nicht mehr, wie man das kann. wenn du 11 Jahre im Spiel bist, wirst du mehr als einen Server spielen. Egal, ob 100 oder 300 Alu. Ja, mein Problem, wie ich zu diesen vielen Servern jetzt gekommen bin, ist ja folgendes. S15... ich habe erst meine alten Chars wieder gefunden. Ne? Und auf manchen waren Pilze drauf. Zum Beispiel wie auf S15. Da waren, glaube ich, 3000 Pilze drauf. Und da habe ich mich schon mal gefreut oder ein bisschen was machen können, ein bisschen was starten können hier. Und vor allem bin ich da in meiner mit meinem Schatzi zusammen hier in der Gilde mit der Well Knight Star. Und deswegen ist das ziemlich lustig. Das ist auch witzig. Auf mich haben sie diese 500 verteilt. Wo ich bin, ist Vollausbau. Ist so geil, eigentlich. Geil. Das ist echt witzig. Ja. Ist mir auch letztens erst eingefallen, als mich jemand danach gefragt hat. Ja. Ist mir auch gefallen, verstehe. Ja. Das ist. Und ich war, glaube ich, alleine oder vielleicht war nicht ganz alleine, aber relativ alleine bei der alten Gilde Everlight. Ja. Weil hier sind wir bei. Ever Fidelis, die hießen halt früher Semper Fidelis und das war ein Zusammenschluss wegen dem Coronavirus, hätte ich beinahe gesagt, was ungefähr genauso eklig war, wegen dem damals Oktoberfest, dem Vermaledeiten. Genau, und dann habe ich halt meine drei hier, das klicken wir schnell durch, seht ihr, passiert immer was anderes, No Dungeon Chars und dann habe ich einen neuen Server angefangen. Ja. Dann wollte ich Marksman auf W40 helfen, Festungspartner zu sein und ich hätte eigentlich schon längst aufgehört, wenn ich diesen Char nicht so geil finden würde. Deswegen bleibe ich auf W40, bleibe ich jetzt erstmal dabei, weil ich den Char einfach so geil finde. Ja. Im Gegensatz zu S41, aber auf den habe ich jetzt, da habe ich jetzt so viel investiert, ich mag die Leute auch, da werde ich auch dabei bleiben. Ja. Also es sei denn, irgendwas sackt so hart. Ich glaube, der war noch nicht mal teuer, gell? Also überlege ich mir, ob es damit war. Ich glaube, ich würde eher dazu neigen, den zu zerstören, zu zerlegen. Kriege ich da überhaupt richtig gute Sachen? Schau mal kurz. 783, 85, ist gar nicht so gut, gell? Ach komm, dann holen wir uns das Gold da. Obwohl, ich weiß noch nicht. Entscheide ich morgen, weil jetzt ist wirklich das, ich habe den günstigsten hier liegen lassen, aber ich ihn nicht verkaufen muss und genau der ist heute dran, verdoppelt zu werden. Ne? Aber soweit ich gesehen habe, sind die anderen, haben halt auch schon 500.000 gekostet ungefähr. Ja. Da ist mal was Günstiges. Ja, auf jeden Fall sind wir jetzt auf Chile. Ja, und so kam es dann, genau, und dann, genau, auf jeden Fall sind wir auf Chile. Chile ist halt so eine witzige Fun-Idee und ich mag halt leider Spaßideen. Aufholjagd auf einem uralten Server, die aber auch möglich ist. Also auf S1 braucht ihr heute keine Aufholjagd mehr zu machen. Das, was die da Vorsprung haben, das könnt ihr nicht mehr aufholen. Aber auf Chile geht das noch. Ihr seht's ja. Ne? Und auch die Gilden sind definitiv besiegbar.
anschaut. Ja, sind auch schon ein paar drin hier. Ja. Wie gesagt, 7 Jahre alt. Ja. Das ist auch wirklich die stärkste Gilde. Da spielen jetzt auch Vladik, der zu uns wollte, und Lacrima, der bei uns war, auch drin. Ja. Also, das sind halt auch natürlich zwei richtig gute Spieler. Lacrima ist halt Deutscher, das war halt Zufall, dass der schon da war. Aber da gab es dann ein Missverständnis, weil wir eben noch einen Haija eingeladen haben, und das fand die Gilde dann nicht gut, worauf dann Lacrima einfach gesagt hat, da habe ich euch auch keinen Bock drauf, weil ich möchte keine Ausnahme sein, und ist dann auch gegangen. So war das. Jetzt gehen wir mal weiter, damit ihr das auch noch lesen könnt auf YouTube. Was? Keine Zeit für Real Life Ruft. Ja, genau. Bald werde ich auch nicht mehr spielen. Ja. Spiele aktuell 3x300 Alu und 3x100 Alu. Damals waren die 300, aber auch hier vor kurzem Abi gemacht und habe jetzt Zeit. Okay, verstehe. Ja, bald werde ich nicht mehr spielen. Okay, ist halt so. Guten Abend, bitte könntest du noch mal kurz erklären, was du genau hinter W42 steckt. Also die Gründe für deinen Protest ist einfach noch nicht zu mir durchgedrungen. Also eigentlich habe ich jetzt die ganze Zeit nichts anderes geredet. Kurz, also man kann es auch kurz erklären. Kurz ist, wir wollen keine noch schrecklicheren Updates. Um ein Zeichen zu setzen, spielen wir auf W42 nicht. Kurz erklärt. Ja. Das ist, und da steckt natürlich noch einiges dahinter. Aber das ist die kurze Erklärung. Und die kürzeste Erklärung ist wahrscheinlich die hier. Mehr Mitsprache für die Recht für die Spieler. Wir setzen ein Zeichen. Bitte spiel dich auf W42. Und verbreitet die Information. Gehört schon gar nicht mehr zu der Information dazu. Also 3 Zeiler. Ja. Ich könnte noch reinschreiben, nie wieder ein Arena-Manager. Aber das könnt ihr auch falsch verstehen, weil es wird nicht möglich sein, den Arena-Manager wieder rauszubasteln. Ja. Das ist illusorisch. Man kann den Effekt des Arena-Managers verbessern, indem man schaut, was kommen denn da für Runen raus. Und ist ja auch so geplant, dass die Runen jetzt bei der Waffe zum Beispiel nur so dramatisch wirken auf Epics. Ja? Dass man so momentan, wie ich Strider verstanden habe, der gesagt hat, dass er das gecheckt hat, dass man über 30% keine normale Waffe findet. Ja? Was auch blöd ist, weil man ja grundsätzlich ab und zu mal vielleicht Stärke braucht und dann verzichtet man auf ein Epic, weil man einfach mehr Stärke haben will in der Waffe. Und das wäre gar nicht möglich momentan. Ja? Also muss man sich praktisch eine Epic-Waffe suchen, wenn man den Arena-Manager über einen bestimmten Punkt hat. Ja? Also würde einem das Spiel etwas schwerer machen. Wobei ich aus der Sicht eines 500ers nicht reden kann, der den Arena-Manager auf dem Niveau hat. Das weiß ich einfach nicht. Und ich weiß auch nicht, seit wann der Arena-Manager kam. Das wäre mal interessant zu gucken, wann kam der Arena-Manager. Und wie hoch ist dort der Arena-Manager und wie steht er im Verhältnis zu den anderen Werten, zu den Skillpunkten und zu den Epics und so. Ja. Ob das noch relevant ist, was ich gerade gesagt habe. Gehen wir weiter. Dass noch mehr reingepülst werden muss, wie vorher, genau. Wann ist dann der nächste Serverstart? Findest du? Ja, ich finde schon grundsätzlich, dass zu schnell neue Server rauskommen. Das kommt uns jetzt aber zugute. Musst du mir vorstellen, wenn nur alle halbe Jahre ein Server rauskommen würde, könnten wir diese Aktion auch nicht durchführen. Ich kann doch nicht Leuten verbieten, auf irgendeinem Server zu spielen, wenn es so selten ist. Also verbieten tue ich es ja eh keinem, aber ihr wisst, was ich meine. Ihr könnt ja W43 wieder spielen, ja? Also ihr könnt W43 spielen oder S42 oder vielleicht noch ein anderer Server, der rauskommt. Vielleicht gibt es einen französischen Server, der demnächst rauskommt. Es kommen ja immer wieder Server raus. Nur W42 werden wir nicht spielen. Ja? Die Punkte, die ich jetzt gerade genannt habe, gut finden, werden W42 eben genauso boykottieren. Ja? Damit die Community ein bisschen mehr Mitspracherecht bekommt. Ja? Genau, es wird nicht mehr gezwungen, Pilze zu kaufen. Ja, genau. Ja, bloß kein Streit, genau.
Ist aber ohne Pilze keine Option. Es dauert viel zu lange. Der Spielspaß geht verloren. Aber gibt's halt viele, die das so sehen und das sind halt. Also es gibt unterschiedliche Meinungen über den Spielspaß. Es gibt Leute, die haben bei Free-to-Play Spaß, ja. Ah. Das verstehe ich jetzt nicht ganz. Free-to-Play, Shakes and Fidget ist nur wie ein Demo und pilzen das ganze Game. So sollte es nicht sein. Den verstehe ich nicht ganz. Also, Dankeschön, genau, nochmal. Was würdest du von einem Server halten, bei denen jeder die gleiche Anzahl an Pilzen hat? Unendlich. Nein, hey, die erste Idee war ja, lasst uns doch W42 zu einem Non-Pilzer-Server machen, ja. Da verschwimmen aber die Grenzen so stark. Ich würde es total feiern, wenn Playa sagt, zum Beispiel so einen Server, wo sie sagen, wir wollen einfach mal wissen, was die Spieler mit einem gleichen Stand an Pilzen machen. Das heißt, du kannst nur im Monat zum Beispiel 3000 Pilze kaufen. Wer ist da der Beste? Oder wir machen mal einen Free-to-Play-Server. Hier kann man keine Pilze kaufen, ja? Würde ich total feiern, ja? Kann sein, dass ich da der schlechteste Spieler wäre, aber ich würde es total feiern. Ne? Also das würde mich für euch einfach freuen, ne? Auch für den, weil man kann dann auch nicht betrügen. Das Problem ist, wenn man Free-to-Play-Aktionen macht, es gibt ja Free-to-Play-Gilden auch, dann muss man sich untereinander die Screenshots zeigen von Mushrooms Page, von dem Befehl, dass man sieht ja bei dem anderen Char nicht rein, ob er jetzt Pilze gekauft hat oder nicht. Und das finde ich jetzt wieder blöd. Ja. Ja, und wie viele Jahre spielst du das Game? Ich weiß nicht, ob das an mich die Frage ist. Seit 1956? die meisten, das macht doch keinen Bock, die meisten hören auf. Ich habe es halt jetzt einige Jahre nicht gespielt, also wenn es jemand gemerkt hat. Also, aber er fragt, er steht untereinander, gell? 7 Jahre mit 3 Jahren Pause. Shakes and Fidget ist nun mal ein Langzeitspiel. Wie langweilig wäre es denn, wenn man nach 2 Jahren durch wäre? Das war aber früher mal so, dass man an der Hämmerer und danach gab es nichts mehr. Das dürft ihr nicht vergessen. Das ist unsere Vergangenheit sozusagen. Was ist bisher deine Lieblingsklasse? Würde ich jetzt tatsächlich Battle Mage sagen. Auch wenn man den nicht pilzen kann, wie irre. Finde ich aber ganz witzig. Und der Krieger ist natürlich der sinnvollste, aber ich mag den Berserker schon. Also tatsächlich ist es momentan Berserker oder Battle Mage. Also die neuen Klassen, ne? Wobei ich die alten Klassen sehr gern mag. Ja? Was ich gar nicht mag, ist Assassine. Den mag ich nicht. Assassine mag ich nicht. Habe ich irgendwas vergessen jetzt? Egal. Ja, bei den Bugs sind die Spieler wirklich nicht schuld, ja. Es geht nicht um die Kritik am Pay. Nein, es gibt keine grundsätzliche Kritik am Pay to Win. Ich kann es nur noch wiederholen. Die Spieler, die sich jetzt für das Spiel einsetzen, die lieben ja das Spiel, ja. Ja, die wollen es auch weiterhin so spielen, wie sie spielen wollen. Es geht nicht darum zu sagen, aber wenn der Pay-to-Win-Charakter noch krasser wird, fände ich es persönlich scheiße, ja. Ihr habt schon richtig rumgeflucht beim Arena-Manager zu Recht. Das geht dann in die falsche Richtung, ja, sage ich ja. Genau, ich spiele im Prinzip wie Dorsa oder wie Spieletrend damals und viele andere auch. Ja. Spieletrend hat damals schon sich zugecasht bis unterm Arsch. Spieletrend bzw. Schilling hat eigentlich fast noch nie Free-to-Play gespielt. Ja, ja, ich meine, Dorsas Style ist auf jeden Fall schick. Ja. Heute könnt ihr auch nicht mehr 400 spielen mehr oder weniger Free-to-Play, weil er damals zu einer langen Zeit konnte er über die Alu sich holen über die Flimmerkisten. Ja.
Hab letztes Mal ein altes Epic Event Video von Spieletrend gesehen. Also erstens muss man sagen, dass damals Epic Events so viel einfacher waren. Ja genau. Und zweitens hat er in dem Video Leute erwähnt aus der Shakes and Fidget Szene, die er auch guckt, und da hat er dich genannt. Und jetzt stellt sich mir die Frage, wie lange du schon dabei bist in Shakes and Fidget. Ich meine, what the fuck, das Video war von 2016 oder so. Ja, ja, klar. Ich meine, ich habe natürlich relativ früh gespielt. Ich glaube, mein ersten Server war 2010. Ich glaube, S9 war das, ja. Ich glaube, es war S9. Warte mal, ich habe das irgendwo hier. Gucken wir mal. Ich kann es jetzt mal selbst. Hier gibt es eine Serverliste, alter. Ich schicke euch mal den Link. Könnt ihr auch mal selbst gucken. Ich darf das, ja. Links schicken. Mein Nightbot kennt mich. Genau, internationale habe ich ja nie gespielt. Also davor habe ich aufgehört. Also international in einer Welt, da habe ich aufgehört. Das war wirklich Juni 2015, war ich weg. Genau, da ist der Serverstart 2010, 20.07.2010. Also den Serverstart habe ich auf jeden Fall mitgespielt. Also komplett. Das heißt, ich habe irgendwo hier dazwischen angefangen. Ich habe auf Server 9 angefangen zu spielen und habe dann auf Server 10 zum ersten Mal richtig gespielt. Ja? Dann habe ich ganz viele Spiele ausgelassen, ganz viele Welten, und dann habe ich, glaube ich, das erste Mal auf S14 wieder gespielt. Oder nee, ich glaube auf S15 sogar. Ja? Das war dann so eine Schnapsidee, lasst uns doch auf S15 starten. Ja? Ja. Und da habe ich dann so richtig krachen lassen. Ja? Oh, irgendwas ist hier gerade passiert. Na wo? Man weiß es nicht. Oh, hier muss ich auch mal. Aber wahrscheinlich war es hier. Nee, hier war es nicht. Da war es. Ja. Und die beiden brauche ich wirklich nicht hier. Obwohl, schauen wir mal kurz. Ja, ein bisschen besser ist es ja. Aber dann hauen wir sie lieber hier rein. Fangen wir mal bei der Kundigunde an. Packen wir mal hier Steine rein. Schau jetzt gar nicht dran, ob der Stein schlecht oder gut ist. Sagen wir, die schwarzen Steine verteilen auf die Begleiter mal. Kann ich ja auf S15 machen. Der läuft wieder. Der läuft sowieso noch. Der läuft auch nicht. Das ist das Schlimmste, wenn die Mine nicht läuft. Das ist fürchterlich. Ja, genau. Die kann ich ja nicht alle verkaufen. Die brauche ich nicht. Kriege ja nur schwarze Steine hier. Der läuft auch noch. Und der läuft auch. Ja, da ist alles gut. Hier habe ich eh jetzt wieder Zeit. Also gut, ja, was ich schnell machen könnte. Die zweite Fütterungsaktion. Nach 0 Uhr. Klopp, klopp. Und Gunk. Gunk macht so. Hier muss auch Gunk. Gunk. Ja, hier habe ich leider wieder gute Gegner. Mach das mal jetzt nicht. Da ärgere ich mich los, wenn ich wieder verliere. Wird zwar nachher nicht besser, aber mache jetzt keinen Kopf gerade. Ich bin ja mit euch noch am Quatschen. Ja, hier wird's ein bisschen schwieriger, aber hier könnte ich, glaube ich, auch jetzt mal wieder was schlagen. Ja, stimmt. Das sollte ich mal machen, vielleicht. Da habe ich so ein paar Punkte verpasst, merke ich gerade. ja. Also, sollte möglich sein, ja. Nicht Tavitan mal was zu erledigen. Kann man sich den Tivic auch schon holen? Der zickt noch. Gut, dann warten wir da noch ab. Aber den haben wir jetzt auch schon. Mittwochnachts, ja, toll. toll, obwohl, nee, es ist Donnerstag nachts. Also den habe ich einfach verpasst. Typisch. Schauen wir mal, ob der geht. Oder ob der nicht geht. Ah, der geht gar nicht so leicht. Na komm. Da haben wir noch ein bisschen Zeit. Wir müssen es ja nicht übertreiben. Der geht auf jeden Fall. Obwohl. Schauen wir mal. Der kann ja ein bisschen was, mein Kuckuckfühl. Genau. Der geht auch schon. Ja, also da bin ich ein bisschen nachlässig. Hier 35 gegen 34, die mache ich jetzt mal nicht. Okay. Schauen wir mal weiter, was ihr noch schreibt.
getrunken, 15 Pilze. Naja, gut, rechne mal zusammen. Ja. Das ist schon viel, ja. Kommt schon ordentlich was zusammen. Wenn bei dir das Jahr nur 300 Tage hat, dann kommt man bestimmt irgendwann auf seine 3000 Pilze. Okay. Ja, ihr redet gerade untereinander. Alles gut. Ja, aber das, ich glaube, die Aktion, also gut, es gibt eine Geschichte, wo ich vielleicht zu viel erwarte, da muss ich ja nochmal schauen. Es gibt immer wieder mal jemanden, dem ich die Aktion näher erklären muss. Und die muss im Prinzip selbsterklärend sein. Da muss ich nachbessern. Da brauche ich ja natürlich eure Hilfe logischerweise dazu. Das werde ich alleine nicht können. Aber da muss ich noch gucken, wie ich es schaffe, dass das jeder kapiert, was ich da vorhabe oder was wir da vorhaben. Weil rein theoretisch ist es ja einfach. Ja. Mehr Mitspracherecht für die Spieler. Wenn du das schlecht findest, dann... Ja, dann halt nicht. Wir setzen ein Zeichen. Bitte spielt nicht auf E42. Ja. Eigentlich ist es ja irgendwie leicht, aber ja, viele wollen halt so konkret werden. Ja. Und ich, das Konkreteste, was ich sage, was ich jetzt geben kann, wo ich sage, da können wir uns drauf einigen, nie wieder so ein Update wie ein Arena-Manager. Ja. Hat das Spiel auf eine Weise komplexer gemacht, aber es... für einen Großteil der Spieler schon wieder rausgeschossen. Ja. Mit 25 Euro im Monat wie früher kannst du das Spiel nicht mehr spielen. Das war meine Zeit. Das war meine Zeit. Also jeder Spieler konnte für 25 Euro im Monat das Spiel spielen, ohne auffällig hinterher zu hinken. Ja. Am Anfang natürlich schon. Aber nachher nicht mehr. Man hat immer alles aufgeholt. Und das ist uns ein bisschen entglitten. Also diese ja, Geschichte gibt es so gerade nicht mehr. Aber es könnte halt noch schlimmer werden und das würde ich gerne verhindern. Mit eurer Hilfe. Das ist eigentlich die Idee. Ja. Es ist so an der Grenze. Ich merke die Spieler auch. Weißt du, ein Spieler wie Boris, der echt Geld hat und auch Spaß an dem Spiel hat, sagt, ich habe keinen Bock mehr auf Epic Events, ich will das so nicht mehr spielen. Ja. Dann hat der auf das nächste Update hat auch keine Lust mehr. Und da habe ich nicht motiviert dazu, da ist er ganz von alleine drauf gekommen. Ja, dass das, und Epic Event war das Schönste eigentlich am Event. Ja. Ah, neues Equipment, bisschen was gucken, ja, als Pilzer, oh, schöne Sachen finden und so. Ja, ja, das ist einfach... heute ein komisches Event geworden. Macht nicht mehr so viel Spaß. Ja. Und hier habe ich schon ein bisschen Zeug gesucht. Jo, jetzt mal schauen. Jetzt bin ich natürlich hier in der schlechten Lage. Ich zeige es euch mal kurz. Das ist so ein bisschen das Drama an der an dem heutigen Gildenausbau. Wir sind hier nicht bei Vollausbau von den Leuten her. Das ist halt eine Mischgilde. Da wird es aber wahrscheinlich nicht wirklich funktionieren. Wir haben auch schon ein paar, also Account-Leichen jetzt hier. Die müssen wir auch wieder entsorgen. Also man kann immer noch auf Chile anfangen, damit ihr Bescheid wisst. Ja. Chile geht immer noch. Ich habe mir deswegen so einen Ausbau geholt. Ja. Mehr möchte ich nicht investieren. Ja. Aber zumindest gleiche ich damit einige Spiele aus. Ja. 6,7 Spieler, um genau zu sein, gleiche ich damit aus. Ja. Ich lese gerade. Ich lese mal vor. Ich habe mir auch meinen Main mal eine Quest-Equip zugelegt und wollte fragen, ob 50% Gold das Max ist, da ich da eigentlich 53 bekommen sollte. Doch nur 50% angezeigt werden und wollte mich fragen. Also genau, da gibt es auch eine Liste. Pass auf, ich schicke dir mal schnell. Also ja, das ist das Max. Grundsätzlich halt Unterwelt-Simulation wollte ich nicht. Ich wollte eigentlich, wo ist das Ding? Runenbonus da. Da oben steht's. Ja?
das kannst du nicht lesen, das erste Elemental Damage, weil da der ist 60%, also auf der Waffe. Dann hier Chance Epics 50%, Goldbonus 50%, das heißt, du kannst dann noch so viel Gold drauf haben, kriegst du nicht, du kriegst nur 50%. Ja. Und Single Resistance ist auch nur 75%, Total Resistance auch nur 75%. Max Hit Points, das sind die Lebensenergie, sind auch nur 15. XP Bonus ist 10 und Improved Quality ist auch nur 5. Also da oben steht immer, dass Max ist. Und dann gibt es so einen Breakpoint und den erreicht man hier. Das ist ein wichtiger Breakpoint, zum Beispiel, dass du für XP Bonus nur noch 2 Teile brauchst. Ja? Ist ein wichtiger Breakpoint. Irgendwann wird es wahrscheinlich rein theoretisch noch ein Teil bei 10%, aber da ist noch keiner beim Arena Manager. Der ist auch ein bisschen exponentiell, das heißt, es wird irgendwie immer anstrengender, mehr Runen zu bekommen. Also verhältnismäßig mehr Runen zu bekommen. Das ist so der erste schöne Knackpunkt, ist hier bei Quatur-Dezillionen. Ja. Bei Quatur-Dezillionen hat man eben diese 5% und brauchst du nur noch 2 Teile. Davor brauchst du immer 3. Ja. Weil ob du jetzt ja, bei 4, 8, 12, ja, bist du halt über diese 10%. Aber hast mit 3 Teilen halt diese 10%. Hier reichst du mit 3 Teilen keine 10%, deswegen musst du auch bei diesen Septillionen hier, brauchst du immer 4 Teile. Ja. Und so geht's halt weiter, also Improved Quality, das reichen zum Beispiel auch, wenn du plus 3 bist, reichen dir auch 2 Teile. Und da ist halt bei Quintdezillionen, ist halt, sind diese Breakpoints. Ja. Elemental Damage, gut, das bringt dir ja deswegen nichts, weil du hast ja nur eine Waffe außer der Assassine. Der hat halt 2, aber der kann ja auch auf beiden Waffen, glaube ich, jeweils 60% haben. Ich weiß es aber nicht, ich weiß es nicht. Chance of Epics sind 25%, weil das Max ist 50%, also 2 Teile reichen dir auch wieder. Goldbonus, hier reichen auch 2 Teile. Das heißt, hier kann man mit relativ lustigem Equipment rumlaufen und hat eigentlich alles erledigt. Ja. Bei den Total Resistance nicht. Das dauert ewig. Ja. Da gibt es hier mal so... Also eigentlich erst ab 25%, dann brauchen wir 3 Teile zum Beispiel. Ja? Also Single Resistance und Total Resistance, das ist quasi das, was lange dauert, was ich aber komplett ignoriere. Was ihr wahrscheinlich nicht ignorieren solltet. Wenn ihr in der Ehrenhalle so einen speziellen Gegner habt, ja, zum Beispiel ihn hier, ja, ich will den unbedingt schlagen. Der macht Eisschaden plus 24%. Da wäre jetzt sinnvoll, Schadensreduktionen zu haben von 75% gegen Eis. Ja, dann ist es die Wahrscheinlichkeit höher, dass ich den einfach schlagen kann. Ja. Aber das gilt auch nur, also die Schadensreduktion gilt nur auf diesen 25% von diesen 24% dann. Also, so dolle ist es nicht, aber immerhin. Ich mag Assassine auch wahrscheinlich deswegen nicht, weil er diese Doppelwaffe hat. Ja? Ansonsten ist es ja schon ein schöner Char. Also ich finde auch, dass die das gut gemacht haben. Also in ganz vielen Dingen muss man ja die Firma auch loben. Ja? Ich finde auch die Festung gut. Also abgesehen davon, dass die natürlich auch ist jetzt kein Kunststück gewesen, dass es eine gute Idee ist, da so eine Aufbausimulation reinzubauen. Aber uns ist es damals nicht eingefallen, als wir unser Spiel gemacht haben. Ja? Und hier ist es auch ein bisschen... Also hier sehe ich es zum Beispiel auch so, ja, wenn du unbedingt das alles wegskippen willst, dann zahlst du halt die Pilze, ja. Da entsteht bei mir auch kein Neid oder irgendwie sowas. Ich mache das nur bis zum gewissen Punkt. Ab da, wo es dann wehtut, mache ich es einfach nicht mehr. Ja. Ab da, wo dann hier 1000 plus Pilze stehen, mache ich es nicht mehr. Ich mache es auch nicht mehr bei 573 Pilzen. Ja. Auf Chile sowieso nicht. Also ich schaue mir auch die Server an. Möchte ich es eher übertreiben oder nicht. Aber ich werde es in der Festung nie übertreiben können, es sei denn, ich gewinne ein Lotto in Millionen. Nie. Festung, wer die Festung skippt ohne Ende, hat einfach mehr Geld zur Verfügung als ich, ist auch völlig in Ordnung. Ja. Das ist das richtige Pay-to-Win-Tool. Aber aus meiner Sicht alles komplett nachholbar, auch wenn man natürlich mit der Edelsteinmine abhauen kann ohne Ende. Die kann man ja auch durchskippen, so wie Strider gemacht hat auf US 2 oder wie auch immer der Server heißt. Man sieht es ja hier bei der internationalen Server, genau. S10 war es, genau. Der hat halt hier, und schade, dass man es hier nicht sieht, weil das war auch mal so geplant. Ich will halt jetzt den Spieler hier sehen. Ne? Wo ist das Update? Das ist doch ein Bug. Ne? Für mich ist es wie ein Bug. Ich will den Spieler sehen. Ne?
kann sich zwar die Kämpfe anschauen, die aktuellen, aber das würde ich gern sehen. Ja. Kann man sich den aktuellen Kampf von Strider anschauen. Da hat der Krieger gegen den Kunli wenig Chancen. Genau. Ja, das war der hier von S9, ja, der hier angegriffen hat. Also schick, ja, warum nicht? Ja. Mich interessiert es nicht, aber das interessiert andere schon. Ich habe zum Beispiel einen Kumpel von mir, der sich stark bemüht hat, als ist er nur noch mit einem Char gerade in den... Na, der ist auch. Ja, der hat wirklich zwei Chars in der internationalen Ehrenhalle. Also, der hat das Spiel so richtig ernst genommen. Ja. Auf RTL 2, wo ich auch spiele, und auf S17. Ja. Schon ziemlich lässig, muss man ehrlich sagen. Ja. Als Krieger und als Magier. Ja. Und der nimmt das Tool auch ernst, den Arena-Manager. Sorry, wer sagt, dass das Jahr 300 Tage hat? Der ist nicht ganz sicher. Ihr Leute, mein, was streitet ihr euch denn schon wieder? Ist doch nicht wichtig. Ja. Auf Chile, wie gesagt, da könnt ihr viele, viele komische Sachen machen. Ja. Ja. Witzig ist, also ich habe auch Telegram und Telegram ist relativ aufdringlich. Da sehe ich wirklich hier unten in dem Bereich kommen die neuen Nachrichten. Das finde ich ganz witzig. Also Telegram würde ich nicht verpassen. Ne? Discord würde ich jetzt komplett verpassen, wenn da irgendeine wichtige Nachricht kommt. Ne? Ach komm, irgendwas wird schon gut sein in der Quest. Oh Mann, die Quests sind echt übel. Ich nehme mal kurze. Vielleicht kriege ich wenigstens irgendwie Petfutter oder irgend sowas. Na, da kommt mal eine Millionen-Quest. Nehmen wir die mal. Das Zirpen von der Waffe finde ich ein bisschen komisch, ehrlich gesagt. Ja. Das ist so, manchmal so denke ich mir, was ist denn das? Was war denn das jetzt? Die zirpt so. Der extra starke Dosenöffner, der durchdrücken macht, macht so. Irgendwie so. Eher so. Vom Geräusch her. So. Das hier mal. Okay, jetzt können wir wieder Bier trinken. Da ist es. Macht sie. Komm. Mal auf Gegenstand zerlegen. Das Material brauche ich auf jeden Fall hier am Start. Okay. Ah, okay. Da war es jetzt mal keine Frage. Ich habe auf die 5er gar nicht geschaut. Ich habe die 2er. Ich glaube, ich bin hier noch ein bisschen in dem Mo. Dachte gerade, hier gibt es nur mit. Strider, genau, und Dorsa haben ein Interview geführt, ja. Das ist schon lustig. Ja, der hat ja selbst auch einen YouTube-Kanal, Strider, wo ab und zu mal was zeigt. Ist halt schon ein krasser Char. Also ist so einfach interessant, was die Chars auf dem Niveau so können, ne? Ich finde auch Well Nightstars Char ziemlich witzig. Auf S15. Ja. Da haben wir also auch ein paar Sachen gefragt. Also unter anderem zum Beispiel, weil wir es einfach wissen wollten, was kostet denn, oder was kriegt man für den Greifendrachen leasen auf 550 ungefähr. Und das ist wirklich so, wobei sich da was ändern soll, habe ich gehört. Was ist denn das hier? Ah, habe ich da schon... Leute, ich habe da, glaube ich, noch nie drauf geklickt. Ich habe da noch nie drauf geklickt. Aber dem Greifen dran, der bringt jetzt hier 93.396 Gold. Ja? Und so hat man sich früher Gold geholt, auch für die Skills.
Das ist mit dem Fünffach-Event überhaupt nicht notwendig. Also da seid ihr so schnell drüber, auch über die Farmerei bei Spielern. Das ist so schnell vorbei. Aber das so hat Marien oder Tomek, wie ihn manchen kennen, Tomek LP, hat auch mal Let's Plays gemacht, sich seinen Vorteil erpilzt. Der hat einfach unfassbar krasse Skills gehabt. Ja. Und das hat am Anfang hat das einfach richtig viel Gold gebracht. Jetzt, wenn man jetzt mal schaut, 94.000, sagen wir einfach mal, oder 93.000. Schaut mal her, mein Skill kostet jetzt schon 540.000. Und ich spiele jetzt noch nicht lange auf Chile, ja. Also lohnt sich überhaupt nicht mehr. Ich müsste halt so oft den Drachen verlängern, um einmal hier draufklicken zu können. Macht keinen Sinn. Man könnte rein theoretisch eher Gold über die Mine holen, aber dann braucht ihr halt auch hier Ressourcen unendlich. Also da hat ja auch irgendwie der Spaß ein Loch. So viel habt ihr da gar nicht. Je nachdem, wie ihr euch engagiert. Das ist momentan die Goldquelle. Wenn man jetzt kurzfristig mal Gold braucht, gibt man ein paar Steine durch. Aber ja. Ach komm, ich nehme lieber die lange. Wer weiß, ob da nochmal so eine gute Quest kommt. Da kommt nochmal eine vernünftige. Oh. Da wird nichts Besseres kommen. Da kann ich nochmal so viel rumgucken. Ja. Hier ist jetzt alles ein bisschen entspannt, weil auf Chile, das habt ihr vielleicht mitbekommen. Ich jetzt mal hier wieder meinen typischen Test mal. Test. Wupp. Dann ist es hier 18:37. Ja. Deswegen gab es hier das Event auch länger, in Anführungsstrichen. Ja. Es hat halt einfach später angefangen und später geendet. Das war alles. Für mich ist es entspannend, weil ich glaube, in einer Stunde mit viel Laberei und hier mit euren Fragen und so würde ich drei Chars nicht spielen können, so wie ich es jetzt gerade momentan mache. Ja. Ich könnte die Chars locker in 20 Minuten durchspielen, wenn ich hier nicht reden würde. Ja, ich hatte mich früher auch ein bisschen piffiger in Erinnerung, was Multitasking angeht, aber ich bin noch am Lernen. Ne? Also ich nehme noch ab und zu die falschen Quests, ist halt so, wenn man dann die ganze Zeit labert dabei. Ja. Und denkt, es wäre viel besser, weil die dreistellig werden, aber die sind so unter... nein, das wollte ich genau nicht. Habe ich schon wieder ja das Problem gehabt, ja. Geht der Trick eigentlich nochmal? Ja. Genau, aus den Einhandwaffen eine Zweihandwaffen zu machen, habe ich auch durch den Chat gelernt. Ist auch nichts, wo ich jetzt von selbst drauf gekommen wäre. Also man hätte drauf kommen können, aber ihr seid halt viel routinierter in dem Spiel und es gibt jetzt noch einige Dinge, die ich wahrscheinlich nicht weiß. Ist ja schon wieder was rausgehüpft hier. Ah, jetzt kann ich nicht mehr. Jetzt gibt es nur noch Verkauf. Ich glaube, Toilette habe ich auch schon gemacht heute. Ja, hab das Geräusch wieder gehört. So macht's. Es ist Jojo, 2:30, 6, haben wir mal die. Ah, die sind ja so richtig, die waren halt so richtig knackig. Ja, da fragen wir auch nicht lange danach. Wir hätten gerne nur seine Quests, dann würden wir auf Chile auch mit den Ausbauten ganz gut zurechtkommen. Aber, bumm, ja. Ja. Schau, ich schließe meinen Chat nochmal. Alter, ihr zwei echt. Mit euren 300. Da hast du dich jetzt dran aufgehängt, gell? Spiele aktuell immer noch 7 Chars gleichzeitig, aber mit 120 Alu geht das ja ziemlich, ja, also. Da könnt ihr auch, das ist auch was man machen kann. Man muss ja nicht aufhören auf einem alten Server, bloß weil man nicht mehr 300 Alu spielen will oder weil man nicht kein Geld mehr rein payen will. Zum Beispiel, wenn ich jetzt hier bin, oder jetzt einfach machen wir die Ehrenhalle. Also das ist ein Asbach-Uralt-Server.
wo man, wenn man durchgespielt hat, relativ könnte man jetzt 554 sein. Ja? Welt hat es auch gemacht, also 543. Vielleicht hat sie mal was verpasst, das kann schon sein. Hier, Saiko, hier auch 549. Ja. Aber hier gibt es, also 493, da ist der erste 400er noch, knapp 500er, sagen wir, hier. Ja, also die haben entweder haben die nachträglich angefangen oder sie haben sich durchgezogen. Und da sieht man es auch schon an den Reittieren, also spätestens hier. Also bei den anderen Sachen werde ich es mal, sind wahrscheinlich variabel, mal machen sie es so, aber der hat zum Beispiel 30% Reittier. Der sagt, komm, den Drachen brauche ich nicht mehr. Und dann könnte man davon ausgehen, dass er auch keine 300 Alu mehr spielt, ne? Aber ansonsten halt dabei ist, ne? Und mal, dann sieht man es auch an den Tränken, dass die Tränke nicht mehr die besten sind. Na gut, hier wird wahrscheinlich, ne, ist auch noch dabei, gar keine Tränke drin. Dann variieren die Tränke schon so komisch, so also wie man es nicht machen würde. Hier gibt es auch einen ohne Tränke. Ja, auch aber immer noch in der Gilde. Ich weiß natürlich nicht, ob man die Account-Leichen dann in den Gilden lässt. Das kann ich euch nicht sagen. Aber das ist auch ein alter Server, das sind die Top 50. Ja? Also auch das könnt ihr planen, wenn ihr auf dem Server nicht aufhören wollt, könnt ihr sagen, komm, ich spiele bis da und dahin, bis Level 400 und dann melde ich mich nur noch zu den Kämpfen. Ja? Ritterhalle 20, das bringt der Gilde mehr, als wenn ihr aufhört. Wenn ihr nicht nur noch, ihr bleibt drinnen, meldet euch nur noch zu den Kämpfen, spielt gar nicht mehr, da würden euch die Leute die Füße küssen dafür, ja? Wenn ihr das machen würdet. Weil die meisten, und so war es auch hier auf S15, die meisten Gilden schauen dann so aus, also der ist wohl abgemeldet offiziell und der wäre schon, hier wäre schon längst einer über 14 Tage, aber das war, hat wirklich so ausgeschaut, waren alle über 14 Tage. Ja. Wir haben hier so ein bisschen das Problem, hier gibt es so einige von den Aufholjägern, die ihren Deal nicht eingehalten haben, ja. Du nicht gut schon, genau, aber sein Bruder nicht, ja. Da muss man mal fragen, was mit seinem Bruder ist, wobei, ja, ich glaube, der will das auch noch weiterspielen, hier auch, ja, mit, hier bringt es dann auch irgendwann gar nichts mehr, der hat wenigstens hier Ritterhalle 10, hier gibt es Ritterhalle 6, ja. Madara ist 15, das muss man mal gucken, aber auf alten Servern anzufangen, gerade bei so einem Fünffach-Event oder so, ist total witzig. Ich finde das echt super. Ja. Das macht mehr Laune als auf neuen Servern und deswegen tue ich mich wahrscheinlich, ich brauche einen Apfelsaft, Leute. Muss ich mir schnell einen Apfelsaft holen. Also, ja, der einzige Server, der mich noch interessieren würde von den neuen, wäre wahrscheinlich S42. Ja. Das soll nochmal ein Mörder-Server werden, vielleicht. Ja. Aber da wäre ich dann eh nur Beobachter, mehr oder weniger, weil also, ballern auf S42 kann ich mir nicht mehr leisten. Ja. Gut, ja, mir hat ja jemand hier geholfen. Also nochmal ganz lieben Dank an Barney. Den Stream widme ich auch wieder dir. mir da ein bisschen aus der Patsche geholfen, dass es nicht so schlimm wird. Aber ja, und eure Subs werden bestimmt auch helfen. Die kommen aber erst, das ist das Witzige, die Subs kommen erst rein 45 Tage nach dem Monat, in dem ich sie verdient habe. Also da habe ich die werde ich lange nicht sehen. Ja? Es dauert halt sozusagen 2 Monate, bis da was läuft. Ja? Und wahrscheinlich eher 3. So. Also ein Vierteljahr kriege ich erstmal gar nichts von Twitch. Und ja, so ist es halt. Genau, da ist so, von so manchen die Twitch-Karriere schon vorbei nach 45 Tagen. So schaut's aus, ja. Was nur für den Greifen muss man nur im Schnitt nur 1,8 Pilze finden, macht also ca. 3,8 Pilze am Tag. Schafft man mit 320 Alu easy.
Ja, ja, ja. Ich weiß nicht, was ihr gerade rumrechnet. Ja. Also, jetzt einigen wir uns darauf, dass das Spiel Free-to-Play kann man es nicht 320 Alu spielen. Einigen wir uns da drauf. Ja. Und alle Tools bedienen, wie man das möchte. Und am deutlichsten halt beim Arena Manager. Aber das Spiel ist schön. Ich finde, das ist wirklich das schönste Browser-Game der Welt. Ja? Punkt. Und ich will ja nicht gegen, ich bin ja nicht gegen das Spiel, ich bin ja für das Spiel. Ja? Das ist auch, ich will gar nicht gegen etwas demonstrieren oder so. Ja? Das ist nicht dagegen, es ist für etwas. Und in der Energie bin ich, nicht in einer anderen. Ja? Kann ich eigentlich hier nochmal weiter trinken? Ja. Spielen wir mal ein bisschen weiter, ja. Feuer, oh Mann. Ja, ein bisschen mehr Gold hat's drauf. Ich muss ein bisschen gucken. Na gut, da ist eigentlich klar. Wie ich das jetzt hier mache. Also, ich glaube, noch ist auch. Da war wieder das Geräusch. Ich glaube, ich habe. Warte mal. Nee, das war der erste. Ah, den habe ich praktisch. Ne, ich habe mir nur kurz angeschaut. Der ist weg. Der ist weg, der Kampf. Schauen wir mal so. Ah, das Gildenportal ist auch nicht da. Aber ich glaube, habe ich das heute schon gespielt? Ich lade mal schnell neu. Man weiß auch nicht, warum das dann weg ist. Und wieder da ist. Ja, habe ich schon gemacht. Da war es, glaube ich, sogar ein Versehen. Da war es sogar ein Fehler. Aber ich war froh, dass ich wieder, dass ich mitmachen kann. Ne? Also, wir haben jetzt, da bin ich dabei. Also, das wird auch noch relativ einfach werden. Hier machen wir halt gerade einfach die Raids. Ja? Auf Chile 2. Und wie gesagt, also da könnt ihr noch mitmachen. Auch als gerne als Free-to-Play-Spieler. Wir sind hier um die 130 Leute in drei Gilden verteilt. Und aber haben auch schon den einen oder anderen, der ja, hier noch wegen den Ausbauten gar nicht so schlecht ist, dass er dabei ist. Ritterhalle hat er auch auf 11 gespielt, also ja, aber der hat sich abgemeldet. Von ihm wissen wir es jetzt hier nicht. Mal gucken. Ne? Das war klar. Es war schon klar, dass der eine oder andere kurzfristig motiviert sein wird und dann vielleicht doch nicht genug Zeit hat, damit zu machen. Ja? So ist es halt. Und insofern werbe ich immer noch mal für S15. Es gibt immer noch die Möglichkeit, auf S15 aufzuholen. Der Deal ist eigentlich, auf S15 so zu spielen, dass man Ritterhalle 20 hat und das am besten mit 320 Alu zu erreichen. Es ist kein Free-to-Play bis Ritterhalle 20. Danach könnt ihr machen, was ihr wollt. Ja, am besten natürlich dabei bleiben und weiterhin schnell spielen, aber ihr könnt auch dann umbauen und Ritterhalle 20 mit 100 Alu spielen, ja? Ist auch kein Problem. Ja. Das ist auf S15 der Deal. Ja. Und ich habe gehört, dass es eher schwierig ist, in guten Gilden, mit einem guten Ausbau, mit viel Ritterhalle 20, dass man da eher Schwierigkeiten hat, als Level 1er anzufangen. Also bei uns auf S15 ist es möglich. Ja? Und wir würden uns auch, wenn die richtigen Leute kommen, hier anfangen, würden wir uns auch wieder nach oben kämpfen können. Ne? Also es ist wirklich so, dass man, wenn man hier vernünftig spielt und vernünftig aufholt, und das sind eigentlich alle ab Ritterhalle 16 nach unten, ja gut, ich glaube der nicht, der 343er, ja. Soweit ist es noch nicht, ich glaube bei ihm ist es wirklich nicht so. Ich weiß es nicht, ab wann es anfängt, aber es sind schon viele Aufholjäger dabei. Ja. Also auf jeden Fall, bei tu nicht gut auf jeden Fall. Und der eine oder andere eben auch. Ja. Deswegen, ja, das ist echt eine schöne Gilde. Ich bin jetzt auch schon auf Ritterhalle 13, baue jetzt auch schon auf 14 aus. Das mache ich immer so im Hin und Her. 14. Und dann ja, mal alles nach und nach. Ja. Und ist auch schön, man hat hier einfach keinen Druck. Ja. Ja, oftmals stehen meine Soldaten hier still, das ist vielleicht das größte Problem, aber meistens kann ich die Leute einfach nicht schlagen, ja? No chance, ja? Wenn da noch so viel Material rauskommt. Deswegen muss ich hier ein bisschen lauern, was hier passiert, oder einfach mal
bei den Kämpfen schauen, was reinkommt. Also wenn sowas reinkommt, muss ich es halt machen und deswegen habe ich es dann auch gemacht. Glaube ich, bei dem habe ich es gemacht. Na, weiß ich jetzt gar nicht. Ja. 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 Aber ja, da müsst ihr halt ein bisschen geduldig sein. Wenn ihr allerdings die Schmiede hoch ausgebaut habt, wobei ich hier einen Fehler gemacht habe, ja, ich habe hier Verteidigung aufgebaut, weil ich ja nicht wusste am Anfang. Ja. Das wusste ich erst seit S41, dass man das nicht macht. Und da hab ich aber alle Aufeljäger schon falsch gespielt gehabt. Oder alle Aufeljäger, alle No-Dungeon-Charles und der S15-Charles. Ja. Das ist da nicht richtig gelaufen. So, jetzt machen wir aber weiter, bevor wir uns hier verfransen. Ich neige immer dazu, ohne... okay. Das Ding nehmen wir natürlich. Ohne Material zu nehmen, wenn ich auch schon relativ viel zerlegt habe. Weil dann kann vielleicht nochmal das ein oder andere Ding dabei rauskommen. In der Summe ist der dann schon besser. Achso, ich hätte auf erste Abschlussquest spielen können, glaube ich, gell? Ja, das war ein Fehler, aber egal. Was soll's. Das wird schon. Ich bin noch am Üben. Das Geräusch ist echt komisch. Ich brauche eine andere Waffe, das Geräusch mag ich nicht. Was ist das denn für Zeug? Okay, jetzt nehme ich aber wirklich die. Und schau mal. Also jetzt wenigstens eine gute 230er bekomme. Genau, das ist ja auch... So, dann sind wir damit fertig und ich habe auch den letzten Splitter bekommen, also insofern darf ich sowas machen, was ich jetzt hier mache. Da bauen wir auch wieder um. Oh, ich habe glaube ich auch nicht alle reingezogen, oder? Das wäre ihr Gold gewesen. Ich habe nur die oben reingezogen, aber... Shit happens, ja. So wichtig ist es noch nicht, dass hier habe ich den Arena-Manager nicht auf dem allerhöchsten Niveau gespielt. Au! Jetzt kann ich mir noch überlegen, ob ich jetzt nochmal skippe. Oder ob ich es nicht mehr skippe. Dann warten wir mal ab, was der durchgelaufen ist, ja. Die zwei. Oh, das ist eh geil. Es gibt so Punkte... Das wisst ihr wahrscheinlich. Da laufen alle gleichzeitig durch. Ja. Und das wird dann nachher so sein. Weil ich alle gleichzeitig gestartet habe, gibt es dann irgendwo eine Rotation, wo alle gleichzeitig durchlaufen. Das ist ziemlich geil. Weil da macht es dann wirklich Sinn, dass man opfert und neu startet. Ja. Aber die sind mir auch wieder ein bisschen weggelaufen, sehe ich gerade. Ja, hier 58 Minuten, hier 1:10. Ja, das muss ich mal wieder irgendwann korrigieren. Oder ich muss das mal kurz hier mal was ändern. Stuhl, ich habe da nämlich nochmal ein Handtuch drüber legen. Das muss ich jetzt mal ausbessern, ja. Das war nicht mehr richtig. Jetzt ist gut. Symbols. Oh. Ihr rechnet immer noch. Ihr seid ja süß. Ich rechne das irgendwann auch aus. Das weiß ich nicht, warum der alles löscht. Ja. Ich habe mal nachgefragt, dass es besser ist, einen Nightbot zu haben, als ihn nicht zu haben. Ja. Ich reiß diesen Mord gleich die Melone vom Kopf. Ja. Das ist halt der blöde Nightbot. Ja, es tut mir leid. keine Drohung hier. Ja, genau, also würde ich aber auch hier wahrscheinlich warten, bis der durchgelaufen ist. Und dann überlege ich mir noch, was ich mache. Wenn ich eh schon gerade da bin. Ne? Das sind ja leider die Sachen, die ich oft zu unfassbar blöden Zeiten machen muss. Aber in dem Fall ist es gar nicht so schlimm, weil ich eh noch da bin. Kann ich das jetzt auch mal schnell machen? Ohne, dass ich es mit euch fertig spielen werde, weil eigentlich bin ich relativ durch, aber das fangen wir jetzt nochmal schnell an. Ja, eigentlich würde ich da auch gerne mal ein Video drüber machen, wie man den richtig spielt, aber
jetzt ist ja schon vorbei, weil die Zeit schon durch ist. Also ich jetzt einfach gerade keinen neuen Server habe. Und hier bin ich jetzt auch durch die Zahl der Schmerzen gegangen und mittlerweile läuft der einigermaßen. Ja. Sobald ihr hier Breakpoint 1000 auf der Toilette habt, könnt ihr davon reden, dass euer Arena-Manager wieder ganz vernünftig läuft. Na gut, weil ich den sowieso... Also hier brauche ich jetzt nicht mehr rein investieren. Soweit denkt er wahrscheinlich schon mit, warum ich das jetzt so mache. Genau, also da hier warte ich diese und hier ist es kürzer. Hier sind es nur 3,5 Minuten. Ne? So, sorry für die Abschlussfrage, war nicht so gemeint. Ich bin nur mal emotional geworden. Das ist so süß. Und ihr seid für immer mit eurer süßen kleinen Diskussion und Rumrechnerei seid ihr für immer verewigt auf YouTube. Das ist doch auch süß, oder? Könnt ihr euren Kindern davon erzählen? Ich damals hier, guck, dokumentiert für immer. In 200 Jahren, wenn die Leute die Videos sehen. Oh, damals musste man Shakes and Fidget spielen mit Hut, sonst hat das Spiel nicht funktioniert. Okay, jetzt sind die Links halt, ja. Links darf er nicht. Das ist... Für immer Dreamer. Ich bin Level 306 mit meinem Main und spiele schon auf Gold und mir wurde oft gesagt, dass das zu früh ist. Ab wann sollte man auf Gold spielen? Das Spiel ist als Free-to-Play-Spieler. Das Spiel ist mittlerweile so konzipiert, dass man eigentlich gar nicht mehr auf Gold spielen sollte. Ja. Du verlierst langfristig einfach Level, dadurch verlierst du auch Equipment. Also 306 ist auf jeden Fall zu früh. Ja. Da scheiden sich noch ein bisschen die Geister, aber ich habe von einigen Top-Spielern gehört, dass man es gar nicht mehr machen sollte, auf Gold spielen. Ja. Bei Gold-Event auf Gold spielen, aber ansonsten... Josu, bist du raus aus den Slots? Warum gar nicht? Weil es einfach... Guck mal her, was macht ihr denn mit dem Gold? Ihr investiert es in die Skills, ja? Das natürlich schick, irgendwann kostet alles 10 Millionen. Könnte aber sein, dass sich's ändert. Müsst ihr auch immer aufpassen. Könnte sein, dass sich's ändert. Im Moment ist es aber so, also ein Skillpunkt kostet maximal 10 Millionen. Und dann habt ihr kurzfristig mal bessere Skills als alle anderen und könnt richtig draufhauen. Jetzt ist es aber so, dass ihr euch langsam hochlevelt in der Zeit und ein anderer geht in der Zeit so. Und dann gibt es den Punkt, ja, wenn er immer konstant seine 320 Alu spielt, ohne auf Gold zu spielen, gibt es den Punkt, in dem dieser Levelunterschied so groß ist, dass er eure Skills wieder ausgleichen wird übers Equip. Ja, weil er dann 20, 30 Level besseres Equipment hat. Was bedeutet, er hat auch indirekt bessere Skills. Ja, einfach bessere Attribute, weil es völlig egal ist, ob du es im Equipment hast oder in den Skills. Ja. Das ist leider auch eine Wahrheit. Ja? Oh, hier kann ich auch was machen. Hier kann ich auch was machen. Soll ich mal Stufe 10 hier gehen? Oder 11. Komm, lass uns mal krachen. Hopp. Geben wir Herz 11 hier. Also Held anlocken kann ich auch noch. Pass auf, wo sind wir da gerade? Bei 152. Bei 152 und ich bin bei 179. Ja, das ist schön. Ja. Habe ich mal gut aufgepasst. Achso, nee, das ist für morgen. Das ist für morgen. Das mache ich nicht hier. Hier wollte ich eigentlich gucken. Das war ja W40. Genau, hier ist aber auch so, dass ich aufbauen kann. Und ich glaube auch, dass ich jetzt anfangen muss,
den Wächter zu pushen. 95 habe ich jetzt hier. Freunde. Ich wollte ja schauen, was ich hier brauche. Ah, habe ich schon gemacht. Ah, ist egal. Dann haben wir morgen besseren Wächter. Das glaube ich ganz gut. Ja. Toamir ist auch gut. Ja. Und dann bauen wir auch auf 11 aus. Demnächst. In diesem Kino. Aber auch interessant, gell, dass ich hier so viel, dass ich hier gar nicht so weit weg bin. Aber ich habe hier, glaube ich, schon alles so aufgebaut. Ich habe hier anders gespielt. Aber das konnte ich mir auf W40 auch leisten, genauso wie ich es mir auf Chile 2 auch leisten kann, ein bisschen anders zu spielen. Weil, müsst ihr mal gucken, ob ihr ganz oben mitspielen wollt oder nicht. Ja. Und weder auf W40 will ich ganz oben mitspielen. Ich will halt nicht völlig abrutschen, aber hier gibt es einen richtig geilen, der spielt den richtig gut. Den Kampfmagier, auch bei mir in der Gilde. Und da kann und werde und will ich gar nicht mithalten. Ja. Aber der macht es sehr gut. Ja. Aber der Char ist, glaube ich, hinten raus sowieso gut. Deswegen, ich kann ja auch nochmal. Also das war ja die Geschichte. Ne, nee, komm, den zerlege ich jetzt einfach. Ist ja nach, deutlich nach 0 Uhr. Ja. So, dann schauen wir uns mal an. Ja, Arena Manager. Also, der ist durch, genau. Das heißt, können wir nochmal alles hier reinmaxen, aber das will ich gar nicht mehr kommen lassen. Und machen wir Opferung. Dann gehen wir mal hier auf die 1 und hier ist, warten wir den noch ab. Der ist auch gleich durch. Aber, ja. Kommt der da vorher? Ja. Das ist auch so ein witziger Fehler hier. Passt mal auf. Jetzt nicht? Ja doch, macht schon. Da guckt. Ja, das wäre noch gar nicht durch gewesen. Aber egal. Das ist halt so ein kleiner optischer Fehler. Ah, schon wieder drüber geklickt. Ist immer gut, einen Screenshot zu machen. Ich habe es wieder nicht gemacht. Aber hier erzwinge ich mir jetzt auch wieder einen Skip. Na, ich glaube, das ist nur Gold. Nee, das ist nur Gold. Das ist mir gestern passiert, weil ich irgendwie den Händler nicht verpasst habe, aber ich habe meinen Wecker gestellt und immer wieder ausgestellt. Und dann bin ich doch aufgestanden und habe gesehen, oh, Händler ist schon da. Und habe halt irgend so einen Teil genommen. Ansonsten sind es die Dinger hier. So würdet ihr den Skip auf einem hohen Niveau erzwingen. Wobei, ich glaube, ich will jetzt wirklich folgendes mal. Ich möchte mir jetzt die Snacks holen. Ja. So machen wir es. Mit dem werde ich jetzt nicht arbeiten. Ja. Genau, hier reicht mir 2,5. Könnte auch drüber gehen, aber das reicht eigentlich ja. Also kriege ich jetzt einen Skip oder die Snacks. Ja. Das ist das, was ich hier machen will. Und hier kann ich jetzt auch opfern. Ja, komm. Jetzt mal kurz irgendwas investieren, muss nicht sein. Yippie! Da bin ich bei den Quintillionen angelangt. Ja. Ich im Quintillionenreich. Und das ist dann hier. Ja. Da sind zum Beispiel die Improved Quality plus 2, was wirklich wichtig ist für die Epic Events, dass du nicht 5 Teile rumliegen hast. Die, und da ist es so, dass alles richtig läuft. Das ist alles mit Geschwindigkeit schon. Da sieht man auch. Oh, jetzt bin ich auf Max gegangen, aber es passt. Wollte ich eigentlich nicht, aber ist egal. Nachträglich sowieso. Genau, seht ihr ja. Und hier komme ich halt eben mit Schmerzen über diese. Über diese 1000. So würde ich mir jetzt einen Skip erzwingen. Aber weil jetzt eben demnächst kein Epic-Event ansteht, hole ich mir jetzt die Monster. Ja, auch hier. Das ist
Also wenn die kommen, ne? Die müssen ja nicht kommen, ne? Aber ja. Und warum ich jetzt alles andere nicht mache, weil ich könnte ja auch das bekommen, das bringt nicht so viel. Ich möchte dann entweder eben auf einem hohen Niveau skippen, deswegen ist es auch schön, dass ich noch die anderen Tools hier bereit habe, oder halt eben was von den Monstern bekommen. Ansonsten, wenn jetzt Monster nicht kommen, kriege ich immer den 7-Tage-Skip garantiert. Ja. Und hier ist es halt genauso. Ja. Hier mache ich es halt so. Manche checken das nicht. Ich habe das dann auch schon mitbekommen. Die wollten den Arena-Manager erklärt bekommen. Und der Unterschied ist, also jetzt bei dem Aufbau ist es echt egal. Da müsst ihr nicht so auf die Werte achten. Also der bringt relativ viel rein. Und komm, den baue ich jetzt mal wieder gerade aus. 50. Läuft ja ganz ordentlich. Ja. Und der soll... Oh, das war jetzt falsch rum, aber ich habe noch genug Zeit. Also ihr müsst immer schauen, dass ihr die Breakpoints bei den schnelleren Gebäuden erst bekommt, um danach was zu machen. Ja. Weil die laufen ja ewig. Ja. Und die holen auch auf. Also es ist nicht wichtig, dass ihr jetzt unter dem Breakpoint lange seid, weil das überschlägt sich dann selbst. Das ist ganz gut. Ja. Und ja. Wenn ich den auf 1000 habe, dann rauscht da richtig auch richtig viel rein. Der brauche ich aber 59,851. Die kriege ich jetzt dann auch irgendwann rein. Also spätestens, wenn der durchgelaufen ist, sowieso. Aber er macht es ja auch schon fast möglich. Ja? Und deswegen sind die Screenshots vorher eigentlich ganz, ganz süß, wenn ihr einen Screenshot macht von eurem Stand und dann immer vergleicht mal, auch seht, oh Wahnsinn, durch das Opfern bekomme ich jetzt so und so viel mehr rein, eigentlich bei dem gleichen Stand. Und oft sogar unter dem Breakpoint. Also ganz häufig so, wenn ich jetzt hier über 1000 bin, ist es dann, obwohl ich unter 1000 bin, bekomme ich hier mehr Geld rein als nach dem Breakpoint. Einfach nur, weil ich geopfert habe. Also ist Opfern wirklich ganz, ganz wichtig. Auch, ich glaube, den 1000er, ja, vielleicht schaffe ich den noch. Den wahrscheinlich nicht. Ja. Wenn ich den schaffen würde, wäre es auch vorher noch da, aber so wichtig ist es nicht. Der ist halt so süß. Jetzt diskutieren wir noch. So, ich lese mal nach. Danke, dass ihr da meinen Namen erwähnt, dann kann ich da nochmal nachlesen. Wäre es nicht sogar sinnvoll, als Free-to-Play-Spieler sich ein Set zusammenzulegen mit Bonus-Chance auf epische Gegenstände und Qualität plus, damit man bei Epics-Events mehr Epics findet, um ein aktuelleres Set zu haben? Ja klar, ist aber immer sinnvoll. Das ist nicht nur als Free-to-Play-Spieler sinnvoll, sondern es ist wirklich so, wenn ich ein Epic-Event spiele, dann, ich habe die Sachen sogar noch hier. Schau, 1, 2, 3, 4... Na gut, das ist auch ein Helm. Aber ich hatte mal, ich glaube, ich habe das dann auch angefangen zu zerstören. Ich hatte hier mal fünf Teile drin mit plus 1. Schauen, ob ich hier schon drin war. Ja, war ich schon. Was ist denn überhaupt angesagt heute hier? Dreimal Hütchenspieler besiegen. Oh Gott. Ist nicht gerade meine Lieblingsmotivation, sondern das in Pilze machen. Machen wir es mal Pilzen. Ich sag's euch gleich, ich mache immer rechts. Alternativ könnte man auch immer die Mitte machen. Und da geht's echt nur um den Hütchenspieler jetzt zu besiegen. Dreimal. Heute ist aber nicht viel mit rechts los. Sehe ich schon. Ich habe auch den Chat schon gefragt. Oh, heute ist aber wenig. Also, ich habe immer das Gefühl, rechts kam immer sehr häufig. Aber vielleicht ist es jetzt auch vorbei mit rechts. Kann auch sein. Ne? Aber wenn, dann müsst ihr es durchziehen. Ne? Zieht er mir die Pilze aus dem Account. Blödes Game, echt. Das zwingt dich, um dein Zeug hier zu spielen. Ist auch. Ja, bist du denn? Der Vorteil hier ist,
Es ist natürlich nicht ganz... Das wird's eklig. Ist natürlich nicht ganz schwarzer Rot, ja, aber die Wahrscheinlichkeit, dass ihr, wenn ihr immer irgendwo auf einen setzt, dass er natürlich irgendwann kommt, ist relativ groß. Ja. Aber es kann relativ lange dauern, ja, bis das passiert. Ja. Genau. Da haben wir ihn jetzt einmal bekommen. Muss ich noch einmal machen. Aber wie gesagt, ich bleibe auf rechts. Ja, und da gibt es halt ja, diese 33%ige Chance. Und es verteilt sich auch relativ gerecht. Weil so selten jetzt rechts gekommen ist, ist es halt auch eher wahrscheinlich, dass irgendwann rechts häufiger kommt. Crazy Man, folgt mir überall hin. Dankeschön! Oh, wie schade. Da gibt es auch eine Methode, wie man die Animation verhindert, weil die nervt mich ein bisschen. Also bei diesem, weil ich das mache, mache ich eigentlich nie. Ja. Genau, jetzt müssen wir es nur noch einmal schaffen. Manchmal gewinnt man hier eher, aber ich glaube, heute schaut es irgendwie schlecht aus. Rein theoretisch könntet ihr auch durchlaufen lassen. Also ihr nehmt zum Beispiel mal links, Mitte, rechts. Könnt ihr auch mal, ne? Aber da gibt es auch mathematische Studien darüber. Und durch sind wir. Dann schnell weg. Ja. Belohnung abholen. Schicke Sache, haben wir das auch gemacht, ja. Das mache ich zum Beispiel auf den No-Dungeon-Task nicht, was ich jetzt hier gemacht habe. Oh, das kann ich auch noch machen. Das persönliche Teil hier. Ah! Schicke Sache. Gilde habe ich ja schon gemacht. Glücksrad habe ich noch nicht gemacht. Gegenstand zerlegen geht auch nicht. Ich mag ja diese Reiter. Ja, ist wieder voll. Ich mag diese Reiter. Auch über Verwenden und so. Jetzt muss ich wieder zu dem Kerl gehen. Wuhu, was passiert? Was geht ab? Martin Chox, folgt mir überall. Dankeschön. Oh, was habe ich jetzt gemacht? Das war jetzt mal ein richtiger Fehler. So habe ich es mal am Anfang gespielt. Und Edu101, folgt mir auch überall hin. Dankeschön. Ja, habt ihr mich gleich durcheinander gebracht, ja. So spielt man es nicht. Aber ich habe es mal so gespielt, wirklich nur durchgespammt. Du wurdest gerade geradet. Ah, verstehe. Blump, blump, blump. Und nochmal würfeln. Mein Gott, nochmal. Dankeschön. Seid willkommen. Ja. War gerade so ruhig hier. Jetzt können Sie. Jetzt wird mein Moderator löscht jetzt ziemlich viel. Nein. No. You speak Russian. No. Ah, süß. Ja. Ja. German, ja genau. Wir sprechen Deutsch. Es war so schön ruhig hier. Wir sind ja auch fast durch hier schon. Und schon wieder Dankeschön für den Follow. Sans Nololi, folgt mir überall. Dankeschön. Die US folgt mir auch überall. Dankeschön. Die wollen wahrscheinlich... Tschechien, ne? Schönes Land, Prag und so. Mach mal eben 7000 Tries dann im Dungeon. Ja, genau. Genau, das ist meine Absicht. Wir sind ja fast schon durch. Ja. Kann ich ja nichts dafür, dass die so spät kommen, Jungs. Hätten ja auch früher kommen können. Argentina, das ist schön.
Ich bin hier aus Chile gerade. Boris, fang mir über hin. Dankeschön. Ich nehme mal hier. Ja, Sanduhren. Oh. Ja, aber gut, wir können ein paar Dungeons können wir schon machen, aber ich glaube, richtig viel schaffen tue ich gerade nicht. Wuhu! Schau mal. Nein. Und durch für heute. Ja, so krass ist der Teil auch nicht. Ich könnte mal ein bisschen skillen. Hier kann ich nichts machen. Bisschen skillen und dann. Ich glaube, in Chile müsste eigentlich der Server relativ hängen, aber das tut er gar nicht so. Krass. Ich habe schon ein bisschen Gold gesammelt hier. Die redet und diskutiert immer noch weiter. Ist das süß. Ist das süß, ja. Schauen wir mal, ob hier was geht mittlerweile. Ja. Turm ist immer ein guter Hinweis drauf, ob was geht oder nicht. Ja. Das ist relativ grenzwertig. Der geht halt noch nicht. Der müsste halt irgendwann gehen, weil es einfach ein blöder Magier ist. Ja. Aber... da war wieder ein ganz guter Versuch dabei. Aber der ist bisschen zickig. Na gut, der könnte grundsätzlich könnte schon gehen. Ja. Bräuchte ich halt mal einen guten Versuch. Da war jetzt zum Beispiel ein guter Versuch dabei. Ha, da ist er. Genau, das schauen wir uns den mal an, wenn wir den zu sehen bekommen. Da ist er, nehmen wir den Bernd mal gleich hoch. Dann gucken wir uns den mal an, was wir da gemacht haben. Habe ich euch jetzt einen Dungeon geschenkt. Ja, relativ unspektakulär, aber weil halt ein Magier, das schauen wir nochmal an. Was hat er denn gemacht? Gut, abgesehen davon habe ich den ersten Hit. Er hat halt nicht gekrittet. Der darf nicht kritten. Er hat keinmal gekrittet. Das war alles. Ich habe den Versuch gesucht, wo Bernd halt gar nicht gekrittet hat. Ja. Schauen wir uns, was wir hier bekommen. Gold pro Abenteuer. Was habe ich hier in der Kette? Gold auch pro Abenteuer. Na, können wir das schon mal austauschen? Und jetzt kann ich gar nichts machen, weil alles voll ist. Ja? Gut, rein theoretisch könnte ich hier ein bisschen was rausräumen, aber das lasse ich drin für mein Quest-Equipment. Ja? Kann sogar zweimal jetzt aufwerten. Schau mal an. Ja. Ja gut, man könnte... könnte zum Beispiel so eins rausschmeißen mal. 72. Gibt's irgendwas? Nee, beides nicht. Ja. Schmeiß ich den mal raus. Dann schauen wir uns nochmal einen von denen hier an. Wieder den hier. Der gefällt mir nicht. Oder der hier. Ja, meine Begleiter sind halt auch nicht so auf dem allerhöchsten Stand oder Niveau. Ja gut, er könnte gehen, aber ist ganz schwierig. Schauen wir mal, ob hier was geht. Eigentlich müsste jetzt hier was gehen, aber eigentlich, weil ich schon geskillt habe, müsste eigentlich schon was gehen. Ja? Aber irgendwie will er nicht. Da ist er. Genau, jetzt geht das los. Schauen wir mal, wenn jetzt nochmal ein Stärkegegner geht, kommt, dann lasse ich es eher. Naja, nochmal einer. Ich
Ah, da war nochmal ein guter Versuch. Immer wenn ich kurz aufhören will, dann ist nochmal was dabei. Nee, das gefällt mir nicht. Also, wenn dann vielleicht da unten. Was ich komisch finde, dass die. Was käme jetzt überhaupt hier? Na gut, der geht natürlich gar nicht, ganz vergessen. Was ich komisch finde, dass das so schlecht aussah vorher. Gut, jetzt habe ich wieder gelevelt. Aber der Turm müsste eigentlich jetzt nochmal eine Etage weitergehen. Seit Stärke Gegner. Da ist meine Kunigunde aber richtig schwach auf der Brust, befürchte ich. Ja. Oh, schwierig. Ja gut, aber wir sind ja eigentlich im Arena Manager Fieber gerade. Dann schauen wir hier jetzt nochmal rein. Gucken wir mal, ob hier. Ja, genau, den Breakpoint habe ich schon mal. Und der wird jetzt schwierig, bevor das durchläuft. Gut, rein theoretisch schon, weil der läuft ja auch noch einmal durch. Ja. Ich versuche mir halt den den zu erzwingen. Ja. So im Aufbau. Und die anderen Sachen stehen eigentlich ganz gut da. Ja. Das ist eigentlich gut genug. Bei dem anderen Server ist es ganz der Stand. Und da wird's. Da bin ich nicht auf 2.5 Kurs. Also, ja. Da wird's auch nicht laufen, dass ich jetzt hier auf 2.5 komme. Hier habe ich es ja geschafft. Und hier versuche ich halt eben die Snacks zu erzwingen. Und hier die Monster, muss mal warten, was da passiert in 30 Minuten. Aber das werdet ihr nicht mehr miterleben, weil ich eigentlich durch bin. Ja? Ich bin eigentlich fertig. Ja? Und der große Andrang ist ja schon wieder vorbei. Bitte ändere die Waffe für meine Ohren. Ja? Das nervt, gell, dieses Zirpen. Das ist echt irgendwie total merkwürdig. Ja, noch habe ich die ja leider am Start. Ja, das hilft nichts. Die Zirpwaffe. Und manche spielen so. Das ist auch ganz spannend. Ja. Die ziehen dann das Equipment auf die Zerlegung. Das ja, kann man auch machen. Ich finde aber das hier gut. Ja. Ja, das tue ich mir jetzt mit euch nicht mehr an. Was? Er bedankt sich nicht mal mehr. Für ihn ist das zu nervig, der Kunde Dream. Ja, wenn es also nur noch bing, bing, bung, bang, bing, bing, bang macht, dann wird es schwieriger. Achso, stimmt, ich könnte das Design der Waffe ändern. Soll ich das echt jetzt machen? Wenn es jetzt so nervt. Oh. Aber die werde ich wahrscheinlich ein bisschen länger haben. Ne? Das habe ich, glaube ich, noch nie gemacht. Welche hätte man denn gerne? Für 10 Pilze. Die ist hübsch. Oh, was hättet ihr denn gerne? Ja, relativ wahrscheinlich ja. Es kommt ein bisschen an. Die mag ich natürlich. Das Dämonenschwert mag ich schon gerne. Des bösen Blicks. Über die habe ich mich immer gefreut. Weil das halt eine Dreier ist, ganz genau. Also die alle Attribute-Waffen sind. Ich habe aber eine alle Attribute-Waffe gerade drin. Ne? Deswegen sind die Krieger auch gerade so schwierig. Die drei finde ich echt schrecklich. Das finde ich eigentlich ganz hübsch. Hier. Monströse Metzelwaffe. Na, chemische Keule. Was hättet ihr denn gerne? Könnt ihr euch jetzt eine aussuchen? Außer die drei, die ich nicht mag. Die Schildkröte, mein Lieblingstier. Okay, zweimal chemische Keule. Na gut. Dann haben wir jetzt eine chemische Keule hier drin. Dann feiern wir die auch noch mal kurz, weil wir ja mit der dann auch was machen wollen. Ist ja auch ein Geschick gegen. Auf jeden Fall ist das Gezirpse jetzt weg, gell? Ja.
ist jetzt schlechter, aber es macht nur noch. Auf jeden Fall ist das Geräusch weg. Ah, genau. Das habe ich, glaube ich, zum ersten Mal gemacht. Das sind auch so Sachen, die ich überhaupt, dafür gebe ich keine Pilze aus. Ich bin dann schon so ein bisschen komisch. Ja? Was haben wir hier eigentlich gerade? Nix. Die schlafen alle. Oh, irgendwo ist was passiert. Muss man wieder rausfinden, wo. Ah, hier. Ja. Und da bringt's mir nichts. Ja? Außer der vielleicht was. Ja. Aber das entscheide ich nachher. Leute, wir sind durch. Im Prinzip verabschieden uns jetzt hier schön mit Chile. Weil ansonsten gibt's ja nichts mehr zu tun. Da haben wir alles gemacht. Ich muss auch auf Toilette. Insofern passt es ganz gut. Haut rein, bleibt sauber und bis demnächst. Ciao, servus. Hey Leute, hier sind wir wieder im Skype und zwar mit Hinton und mit Mel, mein Star. Hört ihr das? Hört ihr das? Ich habe ihm einfach gewünscht, dass eine geile Kiste kommt und er so, oh. Vergiss es. Kommt noch? Nein, mit der letzten Quest kriege ich den Datenschlüssel. Ich bin zurück und ich habe den Schlüssel. Ihr wisst es, es ist immer das Gleiche. Das, was den Menschen am glücklichsten macht, ist anderen Menschen zu helfen. Gute Nacht. Gute Nacht und bis neulich. Servus, ciao.